Das Grazer Kunsthaus ist 10 Jahre jung. Mit Peter Barkisch haben wir uns kürzlich in einem Gespräch die Frage gestellt, ist das Haus mit seinen 10 Jahren noch ein Kind oder doch schon ein Frühpubertierender hin zum Erwachsenwerden? Der Hausherr hat geantwortet, dass das Kunsthaus im Vergleich zu den 202 Jahren des Joanneums, zu dem es zählt, noch recht ein Frischling ist, aber auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, weil es ein paar Runderneuerungen brauche und natürlich auch ein Weiterdenken. An dieser Stelle sage ich, bitte vergessen Sie nicht, nach der Veranstaltung die Handys wieder einzuschalten. Kein Problem. Ich weiß nicht, was war. Egal, es gilt, Geburtstag zu feiern. Übermorgen ist den ganzen Tag Feierstunde. Wir zünden heute noch keine Kerzen an, aber eventuell ein paar Fragen rund um das Kunsthaus und andere ähnliche Einrichtungen. Die Generalfrage zu unserem Diskussionsfrühabend lautet, was bringen uns Kulturinstitutionen? Herzlich willkommen im Salon der Kleinen Zeitung, diesmal gemeinsam eingerichtet mit dem Geburtstagskind Kunsthaus Graz. 5 Leute oder mit mir 6 Leute auf dem Podium, das wird womöglich ein Gedrängel geben bei den Wortmeldungen. Aber nach ein paar Runden ist es auch nicht polizeilich verboten, aus dem Publikum Fragen zu stellen. Also wir laden Sie ganz herzlich dazu ein. Ich darf vorstellen, Stella Rollig an meiner linken Seite, von Ihnen aus rechts, studierte Germanistin und Kunstgeschichtlerin, seinerzeit eine Branchenkollegin von mir beim ORF und beim Standard. Die Wienerin war als Kunstkuratorin schon von Wien über München bis Banff in Kanada gefragt. Und das Wichtigste, und darum sitzt sie auch hier, seit 2004 ist sie künstlerische Direktorin des Lentos Kunstmuseum Linz. Ein Haus, das übrigens von jenen Schweizer Architekten Weber und Hofer gebaut wurde, deren Siegerprojekt aus 1997 für das seinerzeit geplante Grazer Kunsthaus am und im Schlossberg nie realisiert wurde. Wir sitzen also heute hier gegenüber der Mur und nicht im Schlossberg. Vielleicht hat das auch einen Vorteil. Katrin Romberg, wie der Name unschwer verrät, Vorarlbergerin. Ich kenne sonst nur Dünzers und Eberles und weiß nicht, ein paar noch. studierte Kunstgeschichte, Archäologie und Journalismus in Salzburg, glaube ich, stimmt. Von 2002 bis 2007 war sie Direktorin des Kölnischen Kunstvereins, Expertin speziell für mittel- und osteuropäische Kunst. Alle ihre Kuratorentätigkeiten jetzt hier aufzuzählen, würde zu lange dauern und auch auf keine noch so lange Elle passen. Ich mag es also kurz und nur 3 Stationen. 53. Biennale in Venedig, Biennale für zeitgenössische Kunst in Ljubljana, Berlin Biennale 2010, lebt und arbeitet in Berlin und Wien, wenn es noch stimmt nach meinen Unterlagen. Lisa Rücker, die Grazerin mit salzburgischem Migrationshintergrund, ist als Grünpolitikerin seit 2008 im Grazer Stadtrat, war zwischendurch Vizebürgermeisterin und ist seit Jänner 2013 Kulturstadträtin in Graz. Bei ihrem Antrittsinterview sagte sie unserer Zeitung, dass ihr Haltung und Gestaltung wichtig sei und, das ist jetzt ein Zitat, wesentlich ist auch die Bewusstseinsbildung, wie in dieser Stadt über Kunst und Kultur gedacht wird und welche Rolle sie spielen. Das passt bestens, glaube ich, zu unserem Thema. Herr Gerhard Rüsch hat auch Migrationshintergrund, was ich ehrlich gesagt nicht gewusst habe, aber mit Vorarlbergern konnten wir hier in Graz schon immer sehr gut. Studierter Bauingenieur und Städteplaner, der ÖVP-Politiker ist Finanzstadtrat in Graz. Er ist also der Mann mit dem Geldkoffer, der nicht einmal ihm gehört. Und er hat die unangenehme Aufgabe, dauernd erklären zu müssen, warum er etwas, warum er wenig oder warum er gar nichts hergibt. Und schließlich der Hausherr selbst, Peter Barkisch, früher Künstler, Kurator, Galerist und Leiter der Kunsthalle Basel. Hier bei uns ist er sozusagen auch noch ein Frühpubertierender, weil ebenfalls 10 Jahre und ein paar Monate alt, nämlich als Intendant des Universalmuseums Joanneum, das er in der Kulturhauptstadt, im Kulturhauptstadtjahr 2003 übernahm und somit ist er auch Chef des Kunsthauses. Mein Name ist Michael Tschieder, ich bin Kulturredakteur der Kleinen Zeitung. Ich habe gehört, es gibt möglicherweise ein Statement, wenn der Herr Barkisch was zu sagen hat. Es macht niemand ein Statement, dann muss ich weiterreden. Frau Rollig, ich bemühe jetzt nicht mehr das sehr patinierte Motto von Linz, in Linz beginnt, fange aber doch
mit Ihnen an. Die oberösterreichische Hauptstadt hatte seinerzeit, wenn ich mich recht erinnere, das schöne Motto ausgegeben, Linz holt auf. Das ist schon Jahre her, aber ist schon länger her, als Sie in Linz sind, aber versprochen und gehalten. In der Kultur und bei den Bauten geht man ja von der Überholspur in Linz kaum mehr weg. Ich finde ja, die gewaltigste Baustelle in Linz ist derzeit das Luftschloss namens Swap, aber über das wollen wir heute nicht reden. Neben dem altehrwürdigen Brucknerhaus entstanden in den letzten Jahren das AS Electronica Center, ihr Kunsthaus Lentos, die adaptierte Tabakfabrik Linz, zuletzt das gewaltige neue Musiktheater. Aus Linzer Sicht heißt das ja wohl ordentlich Flagge zeigen in Sachen Kultur, aber von außen hört man oft genug, sind die Linzer denn größenwahnsinnig geworden? Wo liegt denn die Wahrheit in Ihrer Sicht? Ich glaube, an Ihrer Aufzählung lässt sich schon erkennen, dass Linz sich tatsächlich in den letzten Jahren bis Jahrzehnten zu einer der führenden Kunst- und Kulturstädte in Österreich entwickelt hat. Ich halte nicht sehr viel von Rankings. Also von mir werden Sie nicht hören, Linz ist auf Platz 1 und Salzburg auf Platz 4 und Bregenz auf Platz 3,5 oder so. Ich glaube, dass es ganz erstaunlich ist, was in den österreichischen Regionen trotz dieses traditionell sehr zentralistischen Staates in den letzten Jahren entstanden ist. In Linz, also wir sind noch nicht einmal wirklich uns darüber im Klaren, was die Kulturhauptstadt 2009, die für uns, ich sage das aus persönlicher Sicht, wirklich sehr fruchtbar war, sehr lohnend und eine wirklich großartige Erfahrung, was die nachhaltig gebracht hat. Ich glaube, die Zeiträume sind länger, in denen sich die Dinge entwickeln. Wir haben jetzt, Sie haben es erwähnt, auch dieses ganz neue Musiktheater, das sehr, sehr schön geworden ist. Wir können heute noch nicht sagen, ob das aufgrund eines Größenwahns entstanden ist oder ob es wirklich angenommen werden wird. Also darüber möchte ich auch gar nicht spekulieren. Ich glaube, man kann sich einig sein, dass Linz heute eine der ganz bemerkenswerten Städte in Bezug auf zeitgenössische Kunst und Kultur ist. Sicher weniger, aber das passt eben auch gar nicht so zum angestrebten und entwickelten Image von Linz, eine Stadt der Kulturtradition. Frau Romberg, mit Ihrer Weltläufigkeit und Ihren offenen Augen und Ohren können Sie uns sicher drei außergewöhnliche Kulturinstitutionen oder Bauten oder Museen sagen, die mit ihrem Umfeld, ihrer Stadt eine ganz idealtypische Symbiose eingehen, wo beispielhaft gegenseitige Befruchtung zwischen der Einrichtung und der Stadt und ihren Leuten stattfindet. Das ist immer auch, ich tue mich ähnlich schwer, wie es Stella Rohlig sozusagen da so beispielhaft Institutionen hervorzuheben. Ich vermeide Graz und ich muss auch dazu sagen, dass ich zu wenig auch diese Entwicklung der letzten 10 Jahre in Graz mitverfolgt habe, weil ich in Deutschland war in dieser Zeit. Aber wenn man international schaut, würde ich zum einen Reina Sofia in Madrid nennen, ein großes Museum, das deshalb so interessant ist, weil dieses Museum sehr klug diese grundlegenden Veränderungen, die wir in der Kunstwelt seit den Mitte der 80er Jahre richtig auffallend für viele ist es in den 90er Jahren erst geworden, reflektiert und eigentlich, so wie man in der Theorie so schön sagt, einen rooted Cosmopolitism lebt. Also das Museum arbeitet sehr stark mit Fragestellungen, die Spanien, die Madrid betreffen, aber öffnet damit sozusagen einen kosmopolitischen Spektrum und bindet und schafft es, neue Sichtweisen zu öffnen. Also es geht nicht darum, so in dem Museum neue Arbeiten, neue Bilder zu produzieren, sondern neue Sehweisen zu öffnen und adressiert da ganz klug aus meiner Sicht eben auch diese veränderten Verhältnisse, die wir zum Beispiel auch in der Kunstgeschichte haben. Wir haben dank von Globalisierung und der digitalen Revolution und anderen Entwicklungen natürlich ein komplett neues Kunstfeld hat sich eröffnet und parallel dazu hat sich der Eurozentrismus
immer mehr geschwächt, aufgehoben, würde ich teilweise so, sogar sagen. Und dadurch haben sich komplett neue Verbindungen, Begegnungen, Dialoge aufgetan, die dieses Museum auf sehr hohem Niveau reflektiert. Und so, dass es sowohl für das lokale Publikum als auch für ein internationales Publikum unglaublich spannend und interessant ist. Wenn man jetzt so städtebaulich denkt, dann würde ich schon sagen, ich bin jetzt nicht so eine Vorarlberg-orientierte Person, wie viele Vorarlberger das sind, weil ich bin einfach schon zu lange von Vorarlberg weg. Aber ich denke, dieser Bau mit Zumtor in Bregenz, das Kunsthaus Bregenz, war eine sehr, sehr kluge Entscheidung. Das hat die Stadt Bregenz grundlegend verändert. Und man hat jetzt mit der Eröffnung des Landesmuseums in Bregenz noch einen weiteren Bau hinzugefügt. Und die Stadt war ja eigentlich extrem hässlich, muss man sagen. Also in meiner Jugend und Kindheit war das eine wirklich hässliche Stadt. Und die ist zu einer richtig attraktiven Stadt geworden. Und ich höre immer wieder von meinen Kollegen in Bregenz, dass nach wie vor sehr, sehr viele Menschen auch wegen der Architektur nach Bregenz kommen. Also nicht nur wegen den Ausstellungen und dass man sozusagen diese architekturinteressierten Menschen dann auch für die Kunst gewinnen kann. Also die Stadt profitiert nach wie vor von dieser Pioniertat, die Zumtor und der damalige Kulturlandesrat Linz, der da unglaublich mutig und ohne ein Bedenkenträger zu sein, dieses Projekt durchgezogen hat. Ich bin kein Anhänger von Bilbao, von diesen Guggenheim-Institutionen, weil ich einfach glaube, dass das auf lange Sicht vielleicht für die Region was entwickelt hat. Ich bin einfach sehr stark sozialisiert durch Künstler. Ich habe 10 Jahre lang in der Sezession gearbeitet. Das war sozusagen meine Sozialisierung als Ausstellungsmacherin. Und mir geht eben bei diesen Entwicklungen wie Bilbao, diese ganze Guggenheim-Konglomerate, habe ich den Eindruck, dass einfach es nicht mehr um die Kunst geht. Und vielleicht ist das auch ein Thema, das wir heute noch besprechen können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass uns die Kunst mehr und mehr in dieser Industrie, die sich hier aufgetan hat, verloren geht. Wir sprechen sicher noch über Hülle und Fülle, wenn man bei der Architektur bleiben kann, aber andererseits einer Stadt nichts Besseres passieren als eine Art Synästhesie. Wenn man Bilbao heute sagt, denkt man sofort Guggenheim. Ja? Wenn man Sydney denkt, hat man ein ikonografisches Bild. Ist das wesentlich, sozusagen über die Architektur dann auch die Inhalte zu vermitteln? Trotzdem. Ja, Architektur wurde zum Branding. Es wurden sozusagen und dementsprechend wurden in diesen Städten auch Star-Architekten geholt, um über den Namen des Architekten sozusagen Stadtmarketing zu betreiben, den Kulturtourismus aufzuwerten. Also, aber ich habe den Eindruck, dass das jetzt langsam auch ausläuft, also das ist meine ganz große Hoffnung und ich finde Bregenz, als Zumtor nominiert wurde, den Bau umzusetzen, war Zumtor noch kein Star-Architekt, der war relativ unbekannt, und das zeigt eben das Beispiel Bregenz, dass man sehr wohl sehr mutige Entscheidungen treffen kann, ohne auf diese großen Namen zu setzen oder die großen Namen, die etablierten Namen zu setzen und noch nicht etablierte Architekten auch mit solchen Projekten zu fördern. Also das finde ich, da ist Bregenz wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür. Also dass diese Idee ausstirbt, glaube ich nicht. Wenn man nach Dubai schaut, ich nenne es immer Maximundus, ist das die Perversion all dieser Dinge, die Sie gerade erwähnt haben, dass man sozusagen nur noch Hülle hat. Ne? Und das ist natürlich das Bild für den Turbokapitalismus, den wir seit 1989 verschärft, natürlich in solche Regionen wie Dubai oder auch in manchen Regionen Chinas antreffen, also wo sich das sozusagen ganz klar sichtbar darstellt. Aber ich denke, dass diese Orte sehr, sehr schwer auf lange Frist zu halten sind. Also es wird spannend, wie diese Orte, wo keine Tradition, wo keine aufgebauten oder keine kontinuierlichen Geschichten der Kunst, der Gesellschaft und so weiter vorhanden sind, wie diese Orte funktionieren werden in 10, 20 Jahren, ob sie es schaffen, sozusagen diese Geschichten auch zu schreiben. Das wird, glaube ich, ein wesentlicher Faktor werden. Ich möchte ganz zurückgehen auf die ganz andere Seite und auf das kleinere, auf das hiesige. Frau Rücker, Sie kommen in Ihrer politischen Tätigkeit sehr aus dem sozialen Bereich. Was kann oder soll denn Kunst, sollen Kunsteinrichtungen in einer Stadt wie Graz überhaupt gesellschaftlich bewirken? Ich möchte einen schönen guten Abend. Ich möchte trotzdem noch ganz kurz ausholen, weil ich dann aufgrund der vorher getätigten Aussagen von Frau Romberg
einen Anknüpfungspunkt sehe. In der jetzt stattfindenden Ausstellung, auch im Katalog, kann man ja sehr gut nachvollziehen, dass es sehr unterschiedliche Zwecke bzw. Ursprünge gibt, warum Kunstbauten in Städten etabliert wurden. Wenn man Bilbao nennt, da ging es um den Zweck einer Aufwertung einer niedergehenden Industriestadt, die wieder attraktiv zu machen. Dann eben die genannten Beispiele, wo man beweist, dass man super stark und super vorn dabei ist, wenn man im kapitalistischen, eben im Turbobetrieb ist. Oder auch Beispiele wie Sao Paulo und so weiter, wo ganz bewusst eine Intervention im Sinne von Gesellschaftspolitik gesetzt wird, oder Katastrophen wie die Elbphilharmonie, wo man sieht, dass es auch darum geht, manchmal Denkmäler zu setzen, die dann schon über einem zusammenbrechen, bevor sie eröffnet werden. Und Graz ist da irgendwie schon auch eine sehr spezielle Geschichte, weil es ja immer auch darum geht, wie sehr sich so eine Entwicklung hin zu so einem Bau innerhalb der Stadt abbildet. Und nachdem wir ja wissen, dass die Vorgeschichte zu diesem Kunsthaus länger ist, als es jetzt das Kunsthaus gibt, ja, würde ich sagen, was schon auch aufgrund der starken Diskussion, welcher Ort, welche räumliche Einbettung eben drüben auf der guten Seite der Stadt oder auf der rüberen Seite der unter Anführungszeichen ein bisschen schwächeren Stadt, also weil ja die Mur als Grenze in der Stadt ja noch immer sehr stark funktioniert, da hat es dann dadurch, dass es alle möglichen Diskussionen, Volksabstimmungen und so weiter gegeben hat, sehr wohl eine Involvierung von Bevölkerung gegeben, dass dann am Ende das herausgekommen ist, was herausgegeben ist. Also insofern ist da der gesellschaftspolitische Anspruch, dass man Bauten nicht einfach nur hinsetzen kann und dann aufsperrt und dann hofft, dass alle sich damit identifizieren, einigermaßen zumindest von der Geschichte her hat es eine gute Form gegeben, weil einfach sich relativ viele Grazer und Grazerinnen damit auseinandersetzen mussten und sie auch politisch sehr bewegend war, die Zeit, bis es zu diesem Kunsthaus gekommen ist. Und trotzdem, und das sieht man sehr schön auch an der Einführung von Sauerbruch in diesem Katalog, der das so schön beschreibt, die Frage eben Institution, Haus, ja, dass er so beschreibt, und das ist das, was mich so interessiert, nämlich das wie sich Kultur und Stadt zueinander verhalten und wie sich es ausdrückt in Institutionen der Kultur und der Kunst dann insbesondere. Es gibt eine Entwicklung in den letzten Jahren, wenn wir vorher von der Tradition kommen, wie Städte sich verstanden haben, da gab es die Institution, wie er es beschreibt, für die Religion die Kirche, für die Politik das Parlament, für die Kunst das Museum, das Theater die Oper. Und in einer Gesellschaft, in der der öffentliche Raum letztendlich verliert, dadurch, dass diese Individualisierung hinein in eine virtuelle Welt, in eine nicht mehr reale Welt sozusagen aufgelöst wird, was im öffentlichen Raum an Diskurs, an Kunst und an Kulturauseinandersetzung stattfindet, dass dadurch eigentlich der Raum verloren geht, wo man so ganz klar manifestiert, hier ist der Ort für etwas. Hier findet die Auseinandersetzung, hier findet die Diskussion statt. Und da wäre schon die Hoffnung, und ich denke, da würde ich sagen, da ist das Kunsthaus Graz noch kein Kulturhaus in diesem Zusammenhang. Denn die Hoffnung wäre, dass es wieder ganz bewusste Orte gibt, die im realen Leben stattfinden, die genau diesen gesellschaftlichen Diskurs und diese Entwicklung und diesen Akt der Zivilisation, den Kultur einfach bedeutet, auch darstellen und dem auch den Raum geben. Das kann nicht nur hinter geschlossenen Mauern passieren, aber es gibt einen Input, der aus dem Bereich kommen kann. Und ich denke, da sind wir noch nicht dort, wo wir hin könnten, aber ich bin immer wieder froh, dass es sehr wohl Institutionen gibt, weil sie eben eine Funktion haben, die im Realen stattfinden und nicht sozusagen diese ganze Erodierung hin zu einer sehr, würde man sagen, Fernsehen, Medien, Internet, isolierten Form und eine sehr, ich würde sagen, eine Diskussion ohne Gegenüber de facto zu einer Diskussion führen, die keine Realität hat. Also da finde ich, dass das Kunsthaus auf einem guten Weg ist, aber doch noch zum Kulturhaus werden könnte. Ja, ich denke, das ist sicher ein langer Prozess und man hat auch vor 10 Jahren mit teilweise nicht anderen Prämissen angefangen, aber wir waren da irgendwie
in eine Situation gekommen, mit einem eben sehr ungewöhnlichen Gebäude umzugehen, an einem städtebaulich sehr signifikanten, aber auch jetzt nicht aufgelegten Ort, nach einer langen Diskussion, ist richtig, Pfauengarten, Schlossberg, kurz einmal auch Andreas-Hofer-Platz, also wir hatten da ganz unterschiedliche Aspekte, in einer Stadt, die ohnehin eine sehr dichte Struktur und Geschichte auch hat, seit den 1960er Jahren, mit einzelnen kleineren Institutionen oder Initiativen, mit einer sehr starken musealen Präsenz in der Neuen Galerie. Also es war durchaus eine komplexe Gemengenlage. Und da hat sich herausgestellt, dass es so viele, also einzelne Aspekte, die man erwartet hat, nicht aufgegangen sind. Einzelne Aspekte sind sehr gut aufgegangen. Ich denke, das Gebäude ist in der Stadt gut angekommen, im Sinn von als urbanes Vehikel. Ich sehe sicher, und da gebe ich Ihnen auch ganz recht, dass also hier könnte mehr geschehen. Und das ist also das Interessante, ist, dass also man das nicht unbedingt so herbeizwingen kann. Unsere primäre Aufgabe war, Ausstellungen zu machen. Und vielleicht kann man jetzt auch, wir haben vorher gesagt, wir lassen die Kunst sprechen, wir haben so einen Durchblick durch die Ausstellungen vorbereitet, der hinten laufen kann. Das Ausstellungsmachen hat in meinen Augen sehr gut geklappt, da ist sehr viel passiert und ich glaube, man könnte es auch dann sehr wohl darüber reden, aber die differenzierte und heterogene Kunstszene heute entsprechend also abzubilden. Die sozusagen das feiner gewirkte und der Diskurs im Öffentlichen und so ist immer wieder geschehen hier. Ich glaube, da ist schon einiges passiert. Wir haben diese Standardgesprächsserien gehabt, wir haben eben auch mit der kleinen Zeitung einiges gehabt, wir haben sehr viel Symposium und so gehabt. Aber, und das ist jetzt für mich ein ganz großer Wermutstropfen oder ein sehr schwieriger Punkt in einer Stadt wie Graz, und ich denke, das ist in diesen mittleren Städten immer wieder auch ein Problem, dass der öffentliche Diskurs immer wieder harzt und schwer herbeizuführen ist. Dass also, es herrscht ein sehr starker Partikularismus in vielen Fällen. Es ist gleichzeitig eine Stadt, und das ist Graz, gehört zu den Städten wie glücklicherweise ein paar andere auch, die sich sehr, sehr viel vornehmen. Und da hat man ein bisschen auch den Eindruck, dass dann in der Ebene auch in Form von Verausgabung kommt. Also Menschen zu mobilisieren und Menschen mit gleichem Engagement auf längere Zeit zu mobilisieren, an einem Ort, wo man so viele unterschiedliche Aktivitäten hat, das ist schwierig. Und wir haben also eine spannende Ausstellung hier gehabt, die hieß M-Stadt, und da ging es um mittlere Städte, da waren Vergleichsstädte wie Basel, Krakau, Ljubljana, wie funktionieren die, was haben die, und das ist ein europäisches Phänomen. Wir haben diese mittleren Städte, und wenn man über Linz spricht, das ist sicher auch so eine, Köln, wo die Katrin Romberg arbeitet, ist am höheren Ende der mittleren Städte. Das sind Städte, die sind nicht die großen Metropolen, aber sie ragen eindeutig heraus und tun mehr. Graz ist definitiv so eine Stadt. Das ist eine Stadt, die im Vergleich, eine deutsche Vergleichsstadt wäre Gelsenkirchen oder so etwas. Und da passiert kulturell bei Weitem nicht so viel. Also Graz tut etwas, was also an die großen Städte anschließt und teilweise auch mit der Ambition und mit dem Vermögen. Aber man hat manchmal den Eindruck, dass innerhalb der Stadt nicht immer die Substanz da ist, das dann auch voll mitzutragen. Rein ist auch zu sehen, rein demografisch. Ich meine, wir dürfen nicht übersehen, und das ist sicher für uns auch mit allen anderen Dingen, was den Besuch anlangt oder so, wir haben ein Umfeld, das kommt gerade mal auf 500.000 Menschen. Und da ist die Frage, wie viel verträgt es? Auf der einen Seite, wenn man weniger aufs Publikum schaut, wenn man mehr auf die Inhalte schaut, da kann man sehr, sehr viel hier tun. Aber der regelmäßige Austausch darüber, den am Laufen zu halten, das ist schwierig. Und das ist sicher für uns also für die nächsten 10 Jahre eine wichtige Aufgabe, zu schauen, wie man das intensivieren kann. Ich wollte Sie noch fragen, ob Sie nach 10 Jahren ein Resümee ziehen können, nämlich nach unserem Motto ungefähr, was bringt das Kunsthaus Graz, aber was nicht unwesentlich ist in der Umkehrung, was bringt Graz dem Kunsthaus?
Ich meine, das ist sicher, wenn dieses Kunsthaus an irgendeinen Ort der Welt gesetzt hätte, es viel schwieriger gemacht. Graz bringt dem Kunsthaus, dass wir hier also seit den 1960er Jahren eine aktive und dichte Praxis aktueller Kunst haben. Graz brachte dem Kunsthaus auch, dass zum Beispiel mit der Kamera Austria eine sehr wichtige Institution mit einer großen Tradition mit hineingekommen ist. Also eins der großen Organe, was die aktuelle Fotografie oder das Wissen um die Bilder, fotografischen Bilder anlangt, dass wir hier sozusagen was mit aufnehmen konnten. Graz hat eine sehr dichte Museumslandschaft und Graz hat sozusagen einen Umgang mit Kunst und damit auch durchaus mit all den Ambivalenzen ein Publikum, das natürlich bei Weitem weiter ist als in den meisten vergleichbaren Städten. Und das ist schon ein Lernprozess und da bringt Graz einiges mit und erlaubt es auch, dieses Kunsthaus mit einem bestimmten Anspruch zu bespielen. Und ich denke, das ist das eine, ergibt das andere. Und es ist eben nicht so, man ist nicht in der Situation, und es war ja kurz einmal auch angesprochen, ob sozusagen, wo Guggenheim nach Österreich kommen würde, ob das auch in Graz passieren könnte. Und das wäre Graz gegenüber unfair gewesen, weil Graz hat da genügend eigene Substanz. Und das ist auch das, was wir sehr stark mitentwickeln, die gesamte Trigon-Vergangenheit, die ganze sozusagen Rolle, die Graz innerhalb der österreichischen Kunst seit den 60er Jahren gespielt hat, schlägt sich auch in dem Programm dieses Hauses nieder. Aber wenn ich ganz kurz zum Abschluss dieses Statements etwas sagen darf, bei der Vorstellung von Stadtrat Rüsch hat vielleicht etwas gefehlt, nämlich dass er auch der Politiker war, der damals politisch das Kunsthaus ganz stark in der Entstehung durchgetragen hat, im Zusammenhang eben einfach mit der Durchsetzung des Gebäudes im tagtäglichen Operativen, eben damals als der in den zuständigen Gremien der Stadt respektive der Kunsthauserrichtungs GmbH gesessen ist. Danke für die ideale Überleitung. Ich wollte den Herrn Rüsch nämlich gerade fragen. Herr Rüsch, wohnen 8 Seelen in Ihrer Brust? Sie sehen Kultur und Kultureinrichtungen, die sind Aushängeschilder in einer Stadt, gerade auch in einer Stadt wie Graz. Einerseits freuen Sie sich bestimmt über die Initiativen, über die Kreativen, über die Großen, über die Kleinen, über die Danker, wie man sie so unschön nennt, über die freie Szene. Darüber freuen Sie sich und dann machen Sie Ihren früher zitierten Geldkoffer auf und sehen die schwarzen Löcher drin und kommen zum Weinen. Ist das so? Na, da ist die Freude ungetrübt und darf man nicht vergessen, bei allen Überlegungen und auch bei allen Diskussionen über die Finanzen der Stadt Graz. Also wenn eine Stadt wie Graz 1 Milliarde Euro ausgibt und einnimmt pro Jahr, dann haben wir natürlich ein Verteilungsproblem, wer bekommt wie viel. Aber man kann natürlich nicht sagen, dass wir nicht finanzieren können. Ich möchte gern zum Haus noch was sagen. Ich bin ja da ein bisschen Außenseiter, weil ich nicht aus der Kulturpolitik komme, sondern ich war eben damals beim Bau des Kunsthauses für den Bau politisch verantwortlich und bin jetzt seit Jänner dieses Jahres auch Wirtschaftsstadtrat und damit habe ich ein bisschen einen anderen Zugang zum Kunsthaus, jedenfalls in der Diskussion. Und ich denke, als erstes muss man mal hervorheben, zu diesem Haus, welche großartige Leistung des Gemeinderates hier vorhanden war, dass dieses Haus überhaupt steht. Bin ja erst im Nachhinein da ein bisschen mit draufgekommen, Helmut Strobel könnte da sehr viel mehr erzählen, aber allein, dass der Gemeinderat in der Stadt einstimmig beschlossen hat, dieses Haus zu bauen, war wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Nämlich, nachdem wir mit dem Projekt konfrontiert worden sind, hat zunächst niemand gewusst, wie man diese blaue Blase konstruieren kann. Gedacht war halt irgendein Stoff, der durchsichtig ist, der fest ist und dass man damit eben diese Form erzielen kann. Und es hat sich sehr bald herausgestellt, es hat auf der ganzen Welt keinen diesen derartigen Stoff gegeben, sondern man musste neu beginnen und musste einfach überlegen, wie man sowas machen kann. Und auch da kamen dann einige Friendly Aliens auf uns zu, einige Namen, die mir noch eingefallen sind sicherlich völlig unbekannt, etwa Hagen Zurl, ein Bastler, der als erstes überhaupt eine Vorstellung entwickelt hat, wie man diese Stahlkonstruktion, wie es jetzt ist, mit diesen Acrylplatten, wie man das bauen kann. Bevor das Haus dann überhaupt gestanden ist, haben wir schon wirklich weltweit Interesse erzielt.
Das Kunsthaus ist ausgestellt worden auf der Biennale in Venedig 2002. Wir waren noch vor der Eröffnung mit dem Kunsthaus in der AEDES Galerie in Berlin, nach Amsterdam wahrscheinlich einer der bedeutendsten Architekturgalerien. Als es dann gestanden ist, hat dieses schöne Modell, das auch in der Biennale ausgestellt war, das Centre Pompidou angekauft. Also das sind alles Hinweise, dass dieses Haus wirklich großartige Aufmerksamkeit errungen hat. Und wenn man zu den beiden Architekten zu sprechen kommt, Colin Fournier und Peter Cook, so war das ja auch gerade beim Peter Cook jemand, der noch wenig gebaut hatte damals, der zwar sehr viel Visionen gehabt hat, war gemeinsam mit Colin Fournier ein ideales Paar und dann auch nicht zu vergessen Herbert Baiker in Graz, die das mitgemacht haben. Also das ist mal der erste Eindruck, den man, glaube ich, wirklich hervorheben sollte, dass das Haus jetzt 10 Jahre steht, eben nicht nur gebaut wurde, sondern auch standgehalten hat. Das ist eine tolle Sache. Zweite Geschichte, die ich hervorheben möchte, das ist, dass das Haus als Haus, finde ich, alle Wünsche und auch alle Vorstellungen, die man gehabt hat, wirklich voll erfüllt haben. Und zwar war eben die, zunächst einmal kann man das Haus natürlich nur verstehen mit der Kulturhauptstadt 2003. Und das ist ja in Graz nicht nur das Kunsthaus gebaut worden, es ist kurz davor die Stadthalle eröffnet worden, es ist das Literaturhaus gebaut worden, es ist das Kindermuseum gebaut worden, also eine Vielzahl von Einrichtungen, die die Stadtentwicklung von Graz sicherlich für weitere 10 bis 20 Jahre maßgeblich beeinflussen wird. Wichtig war natürlich der Standort, wenn auch nicht ganz leicht und nur mit einer Schwergeburt zustande gekommen ist. Aber das war natürlich wichtig, und zwar so, wie es Lisa Rücke gesagt hat, Graz ist geteilt durch die Mur, links sozusagen die Gebäude der Mächtigen, die Universität, die Kirche, das Rathaus, das Landhaus und auf der rechten Seite eher Arbeiterstadt, Wagner Biro und Leute mit geringerem Einkommen, und man hat eben gesehen, dass man bei diesem Stadtteil was tun muss. Und das Kunsthaus war halt so einer dieser Aktivitäten, die da sehr viel in Bewegung gesetzt haben. Es war nicht nur das Kunsthaus, aber das Kunsthaus war mit verantwortlich. Übrigens, was hat Graz fürs Kunsthaus getan? Es geht ja nicht nur ums Kunsthaus, es wurde gleichzeitig das Palettinfeld saniert. Dort ist jetzt das Haus der Architektur drinnen. Im oberen Stockwerk werden übrigens in Kürze andere Künstler einziehen. Es sind Proberäume für die Oper, die dort benutzt werden. Das gehört also letztlich auch dazu, und man hat schon gesehen, wie sich vom Kunsthaus ausgehend eben der Bezirk entwickelt. Ist übrigens sicherlich auch wirtschaftlich, wird wahrscheinlich ein Problem werden, weil da gibt es dann eben wirtschaftliche Vorgänge, dass natürlich auch Menschen, die da wohnen, mit niedrigem Einkommen auch durchaus verdrängt werden. Gut, also dann gibt es auch die künstlerischen Aktivitäten wie etwa den Lendwirbel, also eine Aktivität, die hier dann entsprechend groß geworden ist. Ich denke damit, dass das Haus diese Funktion voll erfüllt hat und wirklich zu einer großen Bereicherung gemeinsam auch mit den anderen Bauten in Graz geworden sind, und aus diesem Grund kann man nach 10 Jahren, glaube ich, nur durchaus erfreut sein. Es sind einige Dinge, die weitergemacht werden müssen, im Kunsthaus, auch in der Baulichkeit, aber insgesamt, glaube ich, ein sehr großer Erfolg. Um wieder wegzukommen von Graz, nicht bewusst, aber weil ich die Frau Rollig was fragen wollte, den Herrn Barkisch habe ich früher gefragt, was bringt eine Stadt wie Graz dem Kunsthaus? Jetzt frage ich auch auf der anderen Seite, was bringt Linz dem Kunsthaus, und implizit in der Frage ist auch gleich, was will Linz denn vom Kunsthaus? Sie haben ja auch inhaltlich ein paar Korrekturen vornehmen müssen. Da geht es dann wieder von der Frau Umberg angesprochen, um die Fülle und nicht um die Hülle. Wie schwierig ist es denn, nicht nur sozusagen in der Initiation was Tolles zu positionieren, sondern es auf längere Sicht als echte Einrichtung zu halten? Also zuerst möchte ich sagen, dass man heute wirklich sagen kann, dass es gelungen ist, weil wir haben auch 10 Jahre jetzt gefeiert, und sagen, das ist also von Seiten der Auftraggeber, von Seiten der Bevölkerung, von allen Seiten auch wirklich ausschließlich begrüßt worden. Aber wenn wir zurückschauen, das war natürlich überhaupt nicht einfach am Anfang. Unser Glück war, dass wir zwar furchtbaren Krach gehabt haben mit den Auftraggebern und mit der Öffentlichkeit, aber dass wir die Debatte angenommen haben. Ja, also wir haben uns in einen Prozess hineinbegeben, und wenn ich sage wir, dann meine ich also die
Mitarbeiterinnen der Museen der Stadt Linz, wir haben auch ein zweites Haus, das Nordico Stadtmuseum, die betreffenden Politiker, der Kulturstadtrat, der Bürgermeister, die Organisationseinheiten der Stadt, also es gibt eine Abteilung für Organisationsentwicklung und alle haben sich über Monate hinweg mit uns an einen Tisch gesetzt und durchaus harte Auseinandersetzungen, die für alle sehr, sehr lehrreich waren, durchgeführt. Also wir nehmen schon sehr ernst, ich habe mich schon sehr beschäftigt mit dieser Frage, was ist ein öffentlicher Auftrag? Wir sind eine öffentliche Institution und es geht jetzt nicht darum, irgendwie sozusagen populistisch zu werden und Umfragen zu machen unter der Bevölkerung, was würden Sie gern sehen, weil wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, wir haben auch den Auftrag herauszufordern. Aber nichtsdestotrotz muss ich einmal hinhören und sagen, also ich habe damals auch viele irgendwie nicht so angenehme Begriffe gelernt, die dann herumgeschwirrt sind, zum Beispiel den der Stakeholder, was will der Stakeholder, das sind einfach die Anspruchsgruppen. Und natürlich kann man diese Managementsprache ablehnen, aber man kann sie auch als das Stellen von Fragen, die uns im Kunstbetrieb nicht immer so geläufig sind, annehmen. Und am Ende dieses Prozesses haben wir für uns im Lentos einen Claim formuliert, der heißt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und wir haben über Jahre hinweg zu vermitteln versucht, also mit den Ausstellungen, in allen Interviews, mit den Themen, die wir forciert haben, dass es uns darum geht, dass das Kunstmuseum ein Motor der gesellschaftlichen Entwicklung in der Stadt ist und dass jeder Einzelne, der kommt, sich mit seinen Lebenserfahrungen, also vor seinem Erfahrungshorizont oder ihren, hier wiedergespiegelt werden soll. Und ich meine, insofern gibt es heute eine Übereinkunft, dass das Museum der Stadt einen Beitrag bringt in Bezug auf die gesellschaftliche Entwicklung, auch in der Haltung, die ein Museum vermittelt, also oder in das verwickelt ist. Ich sage nur Genderpolitik. Also es wird einfach Wert darauf gelegt, Gendergerechtigkeit zu signalisieren in und mit dem Museum. Wir haben sicher noch viel zu tun, was Inklusion betrifft. Also wir arbeiten mit Migranten, Migrantinnenvereinen zusammen. Das kann sicher noch forciert werden. Das ist auch eine längerfristige Entwicklung. Aber die Antwort kann nie sein, wir bringen jetzt der Stadt gute Kunst. Das muss selbstverständlich sein. Aber da muss also noch vieles an Aspekten dazukommen und man muss immer den Gesamthorizont der gesellschaftlichen Entwicklung im Blick haben. Frau Rombeck, Sie haben sich was aufgeschrieben. Ich habe nur aufgeschrieben, was interessant ist, aber ich kenne auch sozusagen diese Diskussionen von anderen Städten, auch von Köln. Wenn man so fragt, was bringt die Institution der Stadt und umgekehrt, mir fällt oft bei diesen Diskussionen auf, und ich gehöre ja auch dazu, ich bin Teil davon, dass man eigentlich die Künstlerschaft überhaupt nicht mehr sozusagen mitdiskutiert. Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe in diesen Städten, wo ich gearbeitet habe, ob das jetzt Köln, Wien oder Berlin war, die Orte, die Institutionen, die Künstler sozusagen mitgetragen haben, vielleicht im günstigsten Fall sogar sich damit identifiziert haben oder auch kritisch auseinandergesetzt haben, das waren immer für mich die Institutionen, die stärkste Ausstrahlungskraft haben. Da ist natürlich auch interessant, und das kann ich nicht leider zu wenig beurteilen, weil ich zu wenig recherchiert habe, in dem Fall auch, wie schaut es aus in Graz mit einer Künstlerschaft, mit einer Intelligenz ja auch, die natürlich, Graz hat ja aus dieser langen Zeit der steirischen Herbst ja immer noch diesen Ruf international sozusagen eines Avantgarde-Festivals mit einer sehr starken Intelligenz, ja, die vor Ort auch die sozusagen auch spartenübergreifend war, in die Literatur hinein, in andere Bereiche, in die Architektur hinein, die eben diese Institutionen wie den steirischen Herbst, aber auch andere Institutionen getragen und inhaltlich geschärft haben. Und das ist so eine Frage, die sich für mich nach wie vor stellt, auch weil ich kann es nachvollziehen, dass eben kleinere Städte zunehmend in Zugzwang kommen und stark eben in diese Kulturbauten investieren, weil es natürlich einen Mehrwert, wirtschaftlicher Mehrwert, einen Image-Mehrwert und so weiter hat. Aber
abgehängt scheinen mir eben sozusagen die Software zu sein. Also die, wo, was passiert mit mit der Künstlerschaft? Gibt es experimentelle Orte, wo die Künstler arbeiten können, ohne den Druck der Quote, ohne den Druck der Medienöffentlichkeit? Wie schauen, es ist natürlich auch immer schwer, diese Orte politisch zu fördern, die müssen von sich selbst entstehen, aber wie schaut das aus in solchen kleineren Städten wie Linz? Linz hat eine Kunstuniversität, Graz hier auch, aber wie schaut es eben hier aus, wie stark wird es, werden Institutionen getragen, auch von der Künstlerschaft, von der Intelligenz hier vor Ort? Und sind nicht abgehobene Orte, die man vielleicht nur international wahrnimmt oder die eben sehr stark dann über den Tourismus nur wahrgenommen werden. Dass die Kunst und die Künstler oft in den Hintergrund gedrängt werden, hat kürzlich auch Peter Weibel in einem ORF-Beitrag gesagt. Ich habe es letztens beim Herrn Bakisch im Interview auch erwähnt. Er hat es genannt, die Museen, auf die hat er sich bezogen, die Museen werden immer mehr zu Hüpfburgen. Er hat gemeint, dass sozusagen viel Tamtam, ob es jetzt architektonisches Tamtam oder sonstiges, herumgepflanzt werden muss oder man glaubt, man muss es herumpflanzen und dass sozusagen die Inhalte immer mehr in den Hintergrund rücken. Er ist natürlich ein sehr, sehr großer Purist in dieser Angelegenheit, aber hat er recht damit? Na, ich sehe schon, dass Künstler Teil, jetzt habe ich wieder dieses unliebsame Wort, Teil der kapitalistischen Reproduktionsmaschinerie geworden sind und in diesem unglaublich beschleunigten Prozess, wir haben in den letzten Jahren eine unglaubliche Beschleunigung der Entwicklungen erlebt, die wir erst jetzt langsam verstehen, was sich hier aufgetan hat. Eine grundlegende Veränderung, auch was Kunst ist, was der Kunstbetrieb ist. Wir wissen jetzt mehr, was auch sozusagen die zeitgenössische Kunst als System bedeutet. Und da muss man schon sagen, dass eben dieses zeitgenössische Kunstsystem, in dem auch diese Entwicklungen reinragen, über die wir heute sprechen, dass sie einen sehr stark neutralisierenden Charakter haben. Und in diesem neutralisierenden Charakter geht natürlich auch so ganz außergewöhnliche künstlerische Momente zunehmend schleifen sich ab. Und das ist, ich habe auch keine Antwort, aber ich leide, muss ich sagen, seit Ende der 90er Jahre darüber, weil ich habe auch eine Ausstellung dazu gemacht in Wien 2001, die habe ich dann auch bewusst ausgeträumt genannt, weil mir klar war, dass Ende der 90er Jahre eine Entwicklung sichtbar zu Ende gegangen ist, dass sich komplett neue Felder auftun, aber dass wir eigentlich hineinstolpern in diese Felder, ohne dass wir wirklich wissen, was uns geschieht, weil sich auf einmal natürlich die Welt komplett verändert hat. Und was ich schon anfänglich gesagt habe, was eine sehr positive Entwicklung ist, dass wir inzwischen sozusagen nicht mehr der Westen als dominierende Definitionsmacht auch in der Kunst haben, sondern dass es viele verschiedene Regionen in der Welt gibt, die auf Augenhöhe mit den westlichen Institutionen, mit Künstlern aus den westlichen Ländern agieren, sich auseinandersetzen, und damit haben sich auch die Kunstbegriffe sehr stark verändert. Selbst festgefahrene Kunstbegriffe, die aus der Moderne heraus entwickelt werden, werden momentan in Frage gestellt, weil eben sozusagen diese Entwicklung so sichtbar jetzt geworden ist. Und es betrifft dann natürlich auch Institutionen, wie reagieren oder was bedeutet das für Institutionen, die im Westen so stark sich positioniert haben, aus meiner Sicht auch, die aber immer noch eigentlich in dieser Vergangenheit, in der Definition der Vergangenheit sich befinden. Und was bedeuten diese Entwicklungen für Künstler? Sind Häuser wie Museen, Kunstvereine, Kunsthallen nach wie vor Orte für die Kunst? Oder sind es Orte für ganz andere Bereiche der Gesellschaft? Also wir reden ja auch ganz stark im Zusammenhang mit zeitgenössischer Kunst, dass die Rolle des Zuschauers sich radikal verändert hat. Stella Rolik hat es ja erwähnt. Also der Zuschauer hat unglaubliche Macht bekommen in diesem System. Also auch diese Besucherzahlen-Diskussion hat damit zu tun. Man spricht sogar inzwischen von Stakeholders, wie Stella richtig spricht. In den Ende der 90er Jahre, Anfang der Nuller Jahre hat man eher vom Konsumenten gesprochen, sozusagen nicht mehr der Besucher, der aus Bildungszwecken, aus emanzipatorischen Gesichtspunkten in solche Orte geht, sondern er möchte Kunst und Kultur konsumieren. Das hat die Institutionen natürlich auch grundlegend verändert und auch die Rolle der Künstler in diesen Institutionen grundlegend verändert. Also insofern gebe ich den Peter Weibel hier schon recht, aber vielleicht ist es auch eine nostalgische
Trauer, dass hier sich sozusagen die Rolle des Künstlers derartig verändert hat. Ich hänge dieser alten Vorstellung immer noch nach. Also ich will sie nicht aufgeben, dass der Künstler sozusagen dass der Ausgangspunkt ist und dann kommen erst Institutionen, Kuratoren und der ganze Betrieb hinterher. Darf ich bei dem Begriff Nostalgie ansetzen? Es gibt, wenn man jetzt gerade die Grazer Geschichte ansieht, und wir hatten die Woche schon eine sehr spannende Diskussion über Grazer Geschichte, vor allem eben diese als Aufbruch in die Moderne bezeichnete Zeit, als Forum Stadtpark und Steirischer Herbst in der Folge entstanden sind. Und mir ist diese Woche sehr bewusst geworden, wieder mal, dass wir jetzt eher so wie die Zauberlehrlinge, die übrig bleiben, nach dem Folgen der Moderne sozusagen jetzt irgendwie alle ein bisschen miteinander überfordert sind und gerne zurückblicken auf diese Zeit mit dem nostalgischen Blick, was damals alles möglich war und was die Kunst damals alles bewegt hat. Gerade in Graz ist das ganz ausgeprägt. Das Experiment, das Labor und das über das hinausgehen, was erwartet wurde, vor allem eben Aufbruch aus einer sehr düsteren Zeit, aus einer Zeit, wo Österreich dank einer massiven Beteiligung an einem Nationalsozialismus einfach den Anschluss verloren hat an internationale Entwicklungen und dann war ein Aufbruch da. Und wir können diese Zeit nicht gleichsetzen mit dem, was wir jetzt haben. Und deswegen möchte ich nochmal erläutern, warum ich sage, es ist noch kein Kulturhaus, weil eben dann ganz gerne kommt, ja, das Kunsthaus sollte ein Ort sein für Labor und Experiment etc. Das ist natürlich auch gut, wenn es das noch mehr wäre und nicht unter Anführungszeichen Ausstellungsraum alleine, wo Kunst kommentiert, also auch Künstler und Künstlerinnen kommentieren, sondern, und dann gibt es aber auch die Ratlosigkeit, was soll stattfinden in einer Institution, wo Kunst eine kulturelle Entwicklung mitprägt, weil kulturelle Entwicklung ist ja nicht nur durch Kunst geprägt, da gibt es ja viele Faktoren. Aber ich erlebe, und das ist gerade in Zeiten eines Wahlkampfes wieder so spürbar, es gibt keinen Ort, wo so sehr über ethische Fragen zum Beispiel diskutiert wird, als im künstlerischen Kontext. Weil ich sehe, die Philosophie mischt sich ganz wenig ein, in der Politik ist Ethik keine Kategorie mehr. Und sonst im gesellschaftspolitischen Diskurs scheitern wir daran, dass wir uns den Diskurs, wie gesagt, mehr im Facebook geben als sonst wo. Das heißt, hier ist eine ganz wesentliche Rolle für das, wo wir jetzt hingehen mit den Folgen unseres Zauberlehrlingsdaseins. Ja, wir haben eine enorme, rasante Entwicklung in eine Welt alle miteinander erlebt, in der wir in vielen Dingen keine Antworten haben auf das, was wir für morgen verantworten können. Und da sehe ich natürlich einen ganz gesellschaftspolitischen Anspruch an Kunst und Kultur, aber damit auch an die Institutionen, die dafür da sind, hier einen Beitrag zu leisten. Und es wird über das hinausgehen, dass wir über Ästhetik und über das, was Kunst aufgreift und kommentiert, sondern es wird darum gehen, unsere Gesellschaft jetzt zu denken und für morgen zu denken. Ich denke, dass wir, wenn wir von Inklusion reden, von Prinzipien, die wir in unserer Gesellschaft immer gerne groß herhalten, wie wir sozusagen diese gesellschaftliche Beteiligung so weit bringen über Kunst und über Kulturhäuser, ja, dass wir wieder auf einen Konsens kommen, wie wir zum Beispiel in einer Stadt leben wollen in Zukunft. Und das kann auch in Institutionen passieren, aber nicht nur dort. Aber es ist, denke ich mir, eine Rolle, wo wir breiter aufgestellt sein müssen, und das sind Künstler und Künstlerinnen ganz wesentlich. Und gleichzeitig gibt es, und das wollte ich, weil das zuerst so als Frage von Ihnen gekommen ist, wie verhält sich so die Künstlerinnenschaft oder die Szene, sagt man immer, zum Kunsthaus? Da gibt es eine sehr lebendige Diskussion, spätestens seit der Auflassung des Medienlabors im Haus, die aber noch nicht, meiner Meinung nach, nicht ausführlich genug geführt wurde. Es gibt inzwischen, es war ja gerade erst vor kurzem auch den Ansatz vom Kunsthaus im Bereich der Medienkunst, auch wirklich aktuelle Medienkünstler, Künstlerinnen hierinnen zu präsentieren und hier auch einen klaren Akt zu setzen, dass man sagt, wir schaffen den Präsentationsraum. Aber spannend wäre natürlich auch, diesem experimentellen und laborhaften einen Ausdruck zu verleihen. Und ich glaube, dass das Kunsthaus da noch mehr könnte, aber wir haben ja schon darüber diskutiert. Aber es muss natürlich auch von der anderen Seite angenommen werden. Und das sehe ich momentan schon auch
aufgrund der nostalgischen Vorstellungen, wie das irgendwann einmal war, aber auch aufgrund von Diskussionen, die im kulturpolitischen und im finanzpolitischen Bereich geführt werden. Da gibt es die großen Tanker, die brauchen viel Geld und für die Szene bleibt nichts übrig. Natürlich auch Barrieren, wo von beiden Seiten auch einmal drüber gestiegen werden muss und einmal geschaut werden muss, was können wir miteinander vielleicht auch besser bewältigen als gegeneinander. Jetzt möchte ich nur nachfragen, sozusagen als Stadtaußenstehende, ob Sie nicht das Kunsthaus ein bisschen überfrachten möchten mit Aufgaben, weil, also ich kenne Graz gut, jetzt wahrscheinlich auch seit 30 Jahren ungefähr und bin als eine langjährige Besucherin, Ausstellungsbetrachterin, Festivalteilnehmerin, ja auch einmal Ausstellungskuratorin in dieser Stadt. Und die hat eine so lebendige Kunst-Ausstellungs-Produktionsszene mit so vielen Einrichtungen. Also das ist ja ganz beachtlich, die wirklich also weit überregional sozusagen Zeichen setzen. Und ich erlebe es ja auch selber bei den Erwartungen und Ansprüchen an unser Haus, was es alles leisten soll. Nur manches schließt einander auch ein bisschen aus, muss ich sagen. Also wir bekommen Häuser, die ganz stark auch zur Repräsentation gebaut sind, gedacht sind und wo so den Vertreterinnen der Stadt, der auch sozusagen selbstverstandene Eliten sich präsentieren wollen. Und die erwarten dann wiederum einen passenden Rahmen. Ich sage jetzt nicht, dass wir ihnen den immer liefern müssen, aber es braucht dann auch wieder ganz andere, jetzt schlicht zum Beispiel Räume, in denen experimentiert werden kann, in denen es irgendwie Aufenthaltsqualitäten für längere Zeiträume gibt, wo die notwendigen Ressourcen da sind. Also da müssten unsere Museen und Kunsthäuser auch schon ziemlich anders angelegt sein, denke ich. Ich pflichte Ihnen insofern bei, als dass ich da teilweise nicht sehr genau war, weil ich vermischt habe, einerseits von den Institutionen zu sprechen und dann wieder auf das Kunsthaus alleine zu kommen. Und also da denke ich mir, da war ich vielleicht nicht ganz genau. Und insofern stimmt es. Es gibt ja diesen Repräsentationsort, der auch einer ist, der notwendig ist in einer Stadt, die sich als Kulturstadt versteht. Aber trotzdem glaube ich, dass Politikerinnen, wenn sie kulturpolitische Verantwortung haben, auch herausfordern sollen. Ich möchte nicht nur umgekehrt von der Kunst und von den Kunstschaffenden herausgefordert werden, sondern möchte auch diesen Diskurs weiterführen, weil er ist gerade diese Diskussion, wie sich das Kunsthaus und die freischaffende Szene, sage ich jetzt, miteinander verhält, ist ein bisschen auf der Strecke liegen geblieben. Und ich will gern, dass diese Diskussion, wie er sich idealerweise verhalten kann oder besser verhalten kann, weiterführen. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, alles, was an Wünschen und Bedürfnissen von der Seite der freischaffenden Künstlerinnen in Graz kommt, alles hierin erfüllt werden kann, aber dass man über diesen Dialog weiterkommt und natürlich, wenn ich jetzt nur rede, wir wissen genau, wie in Graz die Situation ist, dass uns viele Räume fehlen, beziehungsweise der Zugang zu manchen Räumen, die erobert wurden, momentan wieder verhindert wird durch diverse Rahmenbedingungen, aber auch natürlich durch die finanzielle Verteilung. Das ist mir sehr bewusst. Aber trotzdem würde ich genau an dem wieder anknüpfen und da würde ich mir wünschen, wenn wirklich ein Aufeinanderzugehen besser möglich ist als mit diesen auch voneinander bestehenden Klischees, die vielleicht auch gar nicht mehr stimmen, weil sie einfach aus einer nostalgischen Haltung heraus immer wieder aufrechterhalten werden. Das war so eher dieses Reden, reden wir bitte weiter darüber, wie wir miteinander einen besseren Nutzen voneinander haben können, wenn wir da unterschiedliche Perspektiven in der Stadt haben, die vertreten werden. Bevor der Herr Backisch was sagt, mag ich vielleicht als Beobachter noch kurz was dazu sagen. Ich glaube, das Haus ist von Anfang an, jetzt hat sich es auch gelegt, aber von Anfang an zweifach missverstanden worden. Die einen haben sich gewünscht, die Zentripetalkraft, dass sozusagen alle in der freien Szene jetzt ihr Platzerl herinkriegen, bis zu denjenigen, die vormals in der Raiffeisenbank ausgestellt haben, sage ich jetzt einmal ganz provokant. Das zweite Missverständnis war,
dass sozusagen auf der Publikumsseite alle gejubelt haben, jetzt werden sie die Impressionisten und die Schiele sehen. Also das war dezidiert nicht der Auftrag, das muss man das Haus auch verteidigen. Und zur Szene muss man auch sagen, dass das Haus keineswegs einen Stacheldraht herum hat mit Selbstschussanlage, damit nur ja keiner reinkommt. Es findet dieser Austausch statt. Dieser Austausch ist auch durch Reibung entstanden, was ja, Sie haben es letztens gesagt, Herr Bakisch, im Interview, die Diskussion und die Debatten, die darüber geführt wurden, haben nur gezeigt, dass das Kunsthaus niemandem wurscht ist und was soll einem Haus Besseres passieren als so etwas. Ja? Es ist das mit den verschiedenen Ansprüchen, mit denen man arbeiten muss. Das ist bei dem Gebäude und in der Situation extrem gewesen. Es hat auch damit zu tun, dass Graz eine sehr eigenwillige Museumstradition hat, dass die Neue Galerie über viele Jahre und dass es allgemein in Graz da war, das Ausstellen vor das Sammeln gestellt hat, was also im Museum nicht so üblich ist und es über viele Jahre wenig Sammlung zu sehen gewesen ist, daher bestimmte Komponenten der Kontinuität gefehlt haben. Das ist nur als eine Bemerkung da am Rand. So wie es der Michael Schieder gerade gesagt hat, das hätte ich es auch gesagt, wir haben am Anfang das Problem gehabt, zum einen gab es den Anspruch, dass alle rein können, dass man es möglichst breit aufstellt und zum anderen den Anspruch, also auch eine andere Form der Breite, nämlich möglichst populär da zu sein. Das ist natürlich ein eindeutiger Widerspruch und würde nie funktionieren. Gleichzeitig gab es natürlich von mir das ganz klare Diktum und das ist auch von der Politik geteilt worden in großen Zügen und da steht ja die Politik ganz mächtig inzwischen dahinter, dass man im gegenwärtigen Bereich tätig ist und nicht, also es hat lange Zeit geheißen, man soll klassische Moderne hier ausstellen, was nicht gegangen wäre, rein wegen der Architektur etc. etc. Habe ich aber dann einzelne Beobachtungen gemacht, die mich jetzt noch einmal und auch Katrin dir gegenüber ein bisschen das anders erleben lassen. Also das mit den Künstlern, die das mittragen, so eine Situation hatte ich teilweise ganz intensiv in Basel gehabt, und in Wien und in Graz hab ich etwas beobachten müssen, dass wenn die Künstler, die sich dann in so einer Konstellation angesprochen gefühlt haben, mitgebracht haben, nicht nur rein die Lokalen waren. Es kam plötzlich, also sozusagen ein viel größeres Feld, das sich aufgespannt hat und das habe ich auch als ein neues Phänomen erlebt. Wie ich schon vorher angemerkt habe, also als Defizit habe ich erlebt, dass so die Auseinandersetzung, die Sie, Frau Rücker, eben jetzt so stark noch einmal darauf hinweisen, die ist viel zu wenig da, wobei wir glauben, durchaus die Angebote ständig zu machen. Und das ist wirklich etwas, wo Graz, denke ich, sehr stark an sich arbeiten muss. Und es ist aber auch nicht untypisch, dass also solche mittlere Stadt, kleinere Situationen da auch sehr viel an Konkurrenz haben, die dem vielleicht nicht so zuträglich ist. Was für uns aber eine ganz verblüffende Erfahrung war, ist also, dass in bestimmten Bereichen der Vermittlung unwahrscheinlich viel passiert ist. Also so ein Kunsthaus, um einmal anzufangen, ich habe das erste Mal in einem Gebäude gearbeitet, wo niemand die Schwierigkeit gehabt hat, das, was wir gezeigt haben, als Kunst einzuordnen. Also man konnte relativ formal radikale Dinge zeigen hier und sie wurden aufgrund der Architektur, aufgrund der Auszeichnung des Gebäudes von einem breiten Publikum viel vorurteilsloser akzeptiert. Das war etwas, was ich dieser Architektur teilweise unterschiebe und der Situation, also das da war plötzlich viel möglich. Und wir haben bis heute noch, und da sind wir dann teilweise sehr stolz darauf, bis zu 30% des Publikums, die mit Führungen, Workshops und ähnlichen Programmen durchgehen. Und das ist eher am Steigen, das wird intensiver. Wir haben gerade eine Spezialführung für Jahreskartenbesitzer gehabt, die also sichtlich ganz, also weil die Vermittler mir dann bewegt berichtet haben, wie toll die gewesen sei. Es entstehen Programme mit Schulen, es sind sehr, sehr intensive Verbindungen und das ist etwas, was völlig anders ist als vor 20, 30 Jahren. Das ist eine Community in einem viel breiteren Feld, die jetzt nicht Kunstszene ist, die aber interessiert sind,
diese Angebote in einer Stadt beginnen, stärker auszunutzen. Also dass hier sozusagen weder nicht nur die Eliten, also die nehmen das manchmal dann wieder nicht, was gerade halt fesch ist, manchmal ist es das Theater, manchmal das Museum, aber dass hier sozusagen einen Mittelbau gibt, der immer so das, was man früher Bildungsbürgertum genannt hätte, also so hier wir mit den Schulen, mit interessierten Menschen, die so unsere Jahreskarten kommen, sehr, sehr gut, also die Mitgliedervereine im gesamten Ioneum sind durchaus aktive Körper, dass da sehr viel abgedeckt wird. Und das ist, finde ich, sehr spannend, also dass hier in Graz auch enorme da Fortschritte erzielt worden sind. Also ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren Schulklassen, es waren ein paar engagierte Kunsterzieher, die ins Künstlerhaus gegangen sind, das war es dann. Aber jetzt ist es so, dass man hier wirklich sehr, sehr breite Schulen abdecken kann. Und ich bin jetzt gespannt, was dann in 10, 20 Jahren da rauskommt, dass man da durchaus solche Bildungsarbeit gemacht hat. Und ich glaube, dass also da auch die Rolle der Museen noch einmal ein ganz anderes ist, dass man halt wirklich im Urbanen und auch im Umland da viel stärker eben bewusstseinsbildend wirkt. Und sicher das große Desiderat, im diskursiven Bereich mehr Menschen mitzunehmen und hier auch mehr, wenn Sie sagen, die Ethik wird woanders schlecht verhandelt, das ist richtig. Ich meine, wir haben natürlich hier Aufgaben und Felder, die wir besser bestellen können. Aber wie Sie eben auch sagen, man muss da mehr auch aufeinander zugehen. Und da gibt es sicher noch sehr, sehr viel zu tun. Und wie es auch was mit Graz wiederum zu tun hat, schon das Spannungsfeld zwischen lokal und international halt nicht immer ein einfaches ist. Dass sehr viel an quasi, dass sie sich in einem eigenen Kreis dreht und und da könnte mehr, und da sind wir vielleicht auf der anderen Seite, dass wir natürlich auch, was immer ein Desiderat war, halt explizit international aufgestellt sind. Ja, ich möchte gerne was sagen zur Arbeit von Peter Backesch und im Hinblick auf das, was die Lisa Rücke gesagt hat. Ich meine, diskutieren können wir sehr viel, aber der Peter Backesch hat einen kulturpolitischen Auftrag. Und dieser kulturpolitische Auftrag lautete eben, Kunst ab der 60er Jahre umfassend, jedenfalls nicht ausschließlich Malerei, das war von Anfang an bekannt, dass die Räume, die hier sind, für Malerei speziell wahrscheinlich gar nicht so gut geeignet sind, für andere Dinge sehr gut geeignet sind. Und ich denke, wenn man das wirklich ändern muss, dann muss man auch so grundsätzlich mal ans Werk gehen und sagen, wir verändern den kulturpolitischen Auftrag, wenn dir das Kunsthaus zu wenig Kulturhaus ist. Die zweite Geschichte, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, welcher Standort oder welche Plattform das Kunsthaus für gesellschaftspolitische, auch kulturpolitische Dinge sein soll. Ich finde, der Auftrag ist durchaus auch erfüllt worden. Mir fallen sehr viele Veranstaltungen jetzt einmal ganz konkret, die hier stattgefunden haben, die große Bedeutung für die Stadt gehabt haben, im Zusammenhang mit der Bürgerinnenbefragung etwa letztes Jahr im Sommer, Umweltzone und so weiter, im Zusammenhang etwa Bürgerbeteiligungsprojekt Zeit für Graz, große Veranstaltungen hier. Kann man natürlich noch mehr machen, aber ich denke, da hat das Kunsthaus, und das ist wichtig, einfach wegen des Standortes, weil es eben mitten in der Stadt ist und da durchaus eben auch sehr attraktiv ist. Zweiter Punkt ist, ich bin Laie, ich traue mir das sagen. Ich finde manchmal erschöpft sich diese Diskussion über die freie Szene. Seit ich in der Stadt bin, kenne ich diese Diskussion und die freie Szene bekommt immer zu wenig und die Oper bekommt immer zu viel. Jetzt würde ich halt auch einmal sagen, wenn das so gemeint ist, dann diskutieren wir halt einmal. Fangst einmal eine Diskussion an, schaffen wir die Oper ab? Was ändert sich dann? Was wird besser? Erstens weiß ich einmal, nachdem ich sehr lange im Aufsichtsrat der Theaterholding war, dass ich beide Häuser, sowohl die Oper als auch das Schauspielhaus, auch Next Liberty, sehr, sehr stark bemühen, anzuknüpfen, nicht nur an die freie Szene, auch an die Jugend und so weiter. Die machen wirklich tolle, tolle Projekte. Also ich finde, das müsste man auch einmal einfach auf den Punkt bringen, als immer zu sagen, die freie Szene bekommt zu wenig Geld. Und den dritten Punkt möchte ich noch sagen, vielleicht fällt auch das ein bisschen in Graz. Diejenigen Einrichtungen, die halt tatsächlich für das städtische Leben sehr viel,
Innovation, Erneuerung gebracht haben, die sind natürlich auch inzwischen 50, 60 Jahre alt. Also ich weiß nicht, ob man zum Beispiel ein Stadtforum, Forum Stadtpark, Entschuldigung, ob man das jetzt einfach so weiterführen kann, wie man es die letzten 50 Jahre führt. Die Zeiten haben sich ja geändert, die Umwelt hat sich geändert. Und den Auftrag oder auch die Auffunktion, die das Forum Stadtpark hatte, ist wahrscheinlich im Moment nicht mehr sehr wichtig. Aus meiner Sicht geht es gerade im Stadtpark, ich war nicht dabei, aber geht es schon auch ein bisschen darum, das ist nicht nur im Stadtpark, das ist generell in Graz so. Wir müssen schon schauen, bei allen Sicherung von Lebensqualität für alle Menschen, aber wir müssen schon auch schauen, finde ich, dass diese Kreativszene ihren Lebensraum hat. Das finde ich deshalb besonders wichtig, das sage ich jetzt als Wirtschaftsstadtrat, weil wir etwa die City of Design, also die Stadt Creative City ist, eine Auszeichnung von der UNESCO. Wir sind übrigens die einzige Stadt auf der Welt, die zwei Titel von der UNESCO hat, eben die schöne Altstadt. Wir stehen da auf der Liste der Weltkulturerbe und wir haben auf der anderen Seite den Titel der Creative City bekommen, City of Design. Und das ist auch ein Wirtschaftsprojekt. Und zwar deshalb, weil Graz aufgrund der guten, tollen Ausbildungsstätten, von der Fachhochschule angefangen bis zur Pulmeda, sehr viel Jugendliche in diesem Kreativbereich ausbildet. Und das ist für die Stadt, glaube ich, eines der größten Potenziale. Und diese jungen Leute mehr an Graz zu binden, ist sehr, sehr wichtig. Da gehört sicherlich auch die Diskussion in der Kunst dazu, überhaupt keine Frage. Aber es gehört auch dazu, dass man eben diese Lebensräume schafft, die sie halt eben auch brauchen aufgrund ihrer derzeitigen Situation. Das ist aus meiner Sicht sehr wohl ein Thema und es ist wahrscheinlich auch ein Thema, wenn ich nochmals auf das Forum Stadtpark zurückkommen darf, wie kann man das oder was kann man mit dieser Institution in der heutigen Zeit machen? Das wäre aus meiner Sicht für die Kulturpolitik, ich habe mir jetzt das erlaubt zu sagen, nachdem ich nicht verantwortlich dafür bin, entscheidende Fragen für die Stadt. Ein bisschen fühle ich mich missverstanden. Es ist mir nicht darum gegangen, so dieses Jammern fortzusetzen, das mir ja auch auffällt. Und es ist wirklich sehr wohl in diese kritische Geschichte, dass in diesem Diskurs mit alten Bildern, mit Klischees und mit nostalgischen Erwartungen miteinander agiert wird. Und dass ich sehr wohl auch sehe, dass sich Künstlerinnen und Künstler, die immer wieder sagen, das ist zu viel, was dorthin geht, beziehungsweise eben auch diese Distanz für sich immer beanspruchen, damit habe ich nichts zu tun, einen Schritt gehen müssen, damit wir wieder in einen fruchtbaren Dialog kommen. Also für mich geht es nicht darum, dass, und ich werde als Kulturstadträtin sicher nicht anfangen, jetzt auseinander zu dividieren, sondern mir geht es eben darum, genau das, was eben eine Anna Badora im Schauspielhaus macht, oder eben auch, ich habe das ja mitbekommen, wie es im Bereich der Medienkunst jetzt versucht wird und diese Hand ja auch ausgestreckt wird, gemeinsam darüber zu reden. Es geht mir nur darum, es ist auch notwendig, dass wir jetzt genau in dieser Zeit, wo wir so viel Ratlosigkeit rundherum verspüren, ja, halte ich die Kultur insgesamt einer Stadt, und da gehört für mich eben nicht nur die Kunst dazu, aufgefordert, diesen Diskurs möglichst gut zu führen und möglichst stark zu führen, und das geht nur, wenn man aufeinander zugeht und nicht, wenn man mit den alten Bildern voneinander immer so weiter operiert. Also ich bin nicht eine, die sagt, das ist gut und das ist schlecht oder die Szene ist besser als die Institution, die groß ist, sondern es gibt einen Nutzen, den beide voneinander haben können und für die Gesellschaft haben können, wenn sie gemeinsam einen Weg finden, über mögliche Lösungen, weiß ich nicht, ob man überhaupt noch lösungsorientiert heute denken kann, aber über das zu denken, wie wir das gemeinsam in dieser Stadt in Zukunft gut bewältigen können. Und da gehören für mich auch eben City of Design versus Kunst, unter Anführungszeichen, ist ja auch ein Diskurs, der in der Stadt immer wieder so aufblüht. Das eine ist schlecht, das andere ist gut, und das sehe ich nicht so, sondern ich sehe beides berechtigt. Ich sehe es wichtig als Wirtschaftsfaktor, dass junge Kreative hier sich entwickeln können, ihre Geschäftsideen ausbauen können, international Erfolg haben und eine Existenz haben als junge Kreative, als Designer hier in dieser Stadt und von hier aus eine Basis haben, um Erfolg zu haben und auch davon leben zu können. Umgekehrt natürlich auch sehe ich die Rolle von einer City of Design als eine, die sagt, es geht nicht nur darum, was am Ende als Produkt rausgeht, sondern wie wir eben über unsere Prozesse, wie wir unsere Stadt gestalten, miteinander eine neue Form des Diskurses finden. Ist auch Design letztendlich, weil es um Prozess geht, wenn wir von Design reden. Weil Sie die Wirtschaftlichkeit angesprochen haben, ich habe morgen einen Artikel in der Zeitung, der sich befasst mit
dem leidigen Thema auch Politik und Kultur und warum in den Wahlen nichts davon zu hören ist. In Österreich gibt es 38.400 Unternehmen, laut Wirtschaftskammer. 38.400 Unternehmen, das ist jedes Zehnte, das zur Kunst- und Kreativwirtschaft zählt. Ja? Da arbeiten 130.000 Österreicher mit, das sind 4% aller Beschäftigten, und die erwirtschaften ein Gesamtvolumen von 20 Milliarden Euro. Und da fragt man sich natürlich auch, ich beschimpfe jetzt weder grün noch schwarz noch rot oder jemanden, der nicht da ist, aber warum gibt es das dröhnende Schweigen in der Politik und vor allem im Wahlkampf zu diesem Thema, das nicht unwesentlich ist, auch wenn es nur 0,6% des Gesamthaushaltes in Österreich ausmacht. Ich verstehe das nicht. Ja? Sie brauchen nicht antworten, jetzt. Sie müssen sich nicht verteidigen. Aber darf ich da kurz nachsetzen? Ich meine, das ist etwas, das in Österreich sehr eine sehr, sehr eigenartige Situation ist. Und insofern kann ich das Della Rollig über den zwar schmerzhaften, aber durchaus über den Prozess sozusagen sich da ernsthaft damit allen Beteiligten sich zu unterhalten, gratulieren, weil das ist schon, ich meine, Österreich hat eines der höchsten Kulturbudgets, die entsprechende Länder haben. Österreich hat im Spitzenfeld einige sehr wichtige und große Einrichtungen, hat aber nicht nur das und hat das eigentlich hoch differenziert. Wir haben vorher angesprochen, in der Museumslandschaft in Österreich hat sich regional extrem viel getan. Hier sind wir in Mitteleuropa absolut Spitzenreiter und können mit einem reichen Land wie der Schweiz sehr wohl mithalten. Es gibt sehr viele, wenn jemand von außen kommt, die differenzierte Szene von Graz, die Stella Rollig hat es gerade erwähnt, ist sehr, sehr spannend als solche und in ihrer Differenziertheit, aber es ist eine eigenartige Unfähigkeit im Umgang damit. Es ist also eben viel zu wenig Thema in der Politik. Ich meine, von dem, was Österreich nach außen hin darstellt, das ist ein Alleinstellungsmerkmal für das Land, wird es also in der großen Politik viel zu wenig gespielt. Und auch innerhalb sozusagen derer, die die Kultur betreiben, sind also wirklich die Grabenkämpfe erstaunlich hoch für das, was eigentlich gemeinsam gemacht werden könnte. Und das ist ein interessantes Missverhältnis, das es gibt. Und das gibt, kann man jetzt analysieren, wie die Wiener Museen untereinander umgehen miteinander, wie bestimmte Szenen wenig miteinander anfangen können. Das ist ein interessantes, eigenartiges Phänomen in einem Land, wo die Kultur eigentlich so eine große Rolle spielt, dass sie dann viel zu wenig öffentliche Sache im Sinn jetzt einer produktiven Diskussion ist. Es wird zwar, was jeden Ausländer auch wieder verblüfft, dass er so ein Thomas Bernhard-Stück so lange Parlamentsdiskussionen bringen kann oder ich meine, also auch in keinem Land der Welt wäre die Bestellung eines neuen Festspielintendanten so über die Titelseiten der Presse gerauscht. Das ist das eine auch wiederum, was es gibt, aber es ist ein eigenartiges Missverhältnis und es ist wenig Selbstverständlichkeit und vor allem wenig Entspanntheit dabei. Also es wird immer mit Aufgeregtheit und mit sehr schneller Vorverurteilung gepaart und das ist interessant in einem Land, wo eigentlich die Kultur so wichtig ist und wo auch ein Grundkonsens herrscht, dass man für Kultur etwas ausgibt und wo also auch durchaus inzwischen auch ein Bekenntnis zu avancierter Kultur da ist. Also das ist schon für jemanden, der hier als solches arbeitet und andere Situationen gewohnt ist, ist eine interessante Ambivalenz, mit der man eigentlich immer wieder kämpft. Herr Cheater, zweifacher Versuch einer Antwort. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied zwischen einer Bundeswahl und der Wahl auf kommunaler Ebene. Salzburg spielt das selbstverständlich eben auch immer wieder eine große Rolle. Und das Zweite ist eine ganz offene, ehrliche Antwort. Wen interessiert das auf Bundesebene? Die Medien jedenfalls auch nicht. Ich habe keine einzige Frage von der Ingrid Turner. Bei den ersten Diskussionen habe ich noch mitgeschaut im Fernsehen, dann immer weniger. Ich habe keine einzige Frage von der Ingrid Turner in Bezug auf Kulturpolitik gehört. Es scheint offensichtlich, jedenfalls im Zusammenhang für Wahlen, nicht nur die Politik, sondern niemanden zu interessieren. Hoffen wir, dass es nicht so ist. Zum Interesse des Publikums wollte ich die Frau Romberg noch mal was fragen. Häuser oder Einrichtungen, welcher Art auch immer, ob es jetzt so ein Haus ist wie das Kunsthaus, ob es Museen sind, ob es ein Konzerthaus vielleicht auch ist, die Häuser definieren sich immer über den Wert der Inhalte, die sie bieten, wer immer das dann bestimmt, wie die Inhalte und wie die Werte dieser Inhalte sind. Es geht also um Nutzung und um Akzeptanz und trotzdem, immer wenn man dann das Pui-Kaka-Wort Quote erwähnt, die ja durchaus auch für ein Haus wichtig sind, dann kriegen alle Nesselausschläge. Warum ist das eigentlich so?
Ich glaube einfach, also das ist, glaube ich, nicht nur ein Phänomen im Kultur- und Kunstbetrieb, aber wir im Kulturbetrieb haben so schleichend uns ab Mitte der 90er Jahre, würde ich sagen, oder vielleicht schon beginnend der 90er Jahre, zunehmend sozusagen die Kriterien des ökonomischen Denkens übernommen. Und auch damit, ich bin sozusagen auch eine Komplizin dieser Generation, wir haben dann auch angefangen, den Erfolg unserer Arbeit über ökonomischen Daten, Argumentationen zu vertreten. Und da haben wir, glaube ich, da sind wir, glaube ich, in was hineingeschlittert, das wir nicht mehr stoppen konnten. Und ich sehe das, ich glaube, wir brauchen hier eine Bewusstseinsänderung. Also ich bin schon der Meinung, dass es in den Städten Orte braucht, die eine starke Besucherzuspruch haben, die von mir aus sozusagen populistisch operieren. Aber wir brauchen auch Orte, wo geforscht wird, Orte, wo die Direktoren und Direktorinnen in Ruhe gelassen werden. Die stärksten Orte sind immer diejenigen, wo einfach also aus meiner Erfahrung zum Beispiel in Deutschland, wenn ich jetzt an das Hebbeltheater unter der Leitung von Matthias Lilienthal, das sogenannte Hau, denke, der in diesen 8 Jahren, wo er das Hebbeltheater geleitet hat, eine unglaublich spannende Arbeit geleistet hat und wo man gar nicht mehr gewusst hat, ist das jetzt ein Theater oder ist das ein Ausstellungshaus oder ist das ein Tanz, ein Ort für den Tanz. Er hat sozusagen diese ganzen Kriterien geschliffen und sie ganz eng an den Ort angebunden, wo das Hebbeltheater ist, nämlich Kreuzberg, wo ein sehr hoher Anteil an Deutsch-Türken leben, und versucht sozusagen diesen Bevölkerungsgruppe an das Haus zu binden, und trotzdem ist er kosmopolitisch geblieben. Also es ist kein regionaler, provinzieller Geschichte geworden. Also ich glaube einfach, wir brauchen, das ist zum Beispiel ein Ort, weil Sie mich eingangs auch gefragt haben, das ist mir jetzt im Nachhinein auch nochmal eingefallen, den möchte ich unbedingt erwähnen, weil der für mich nach wie vor einer der tollsten Orte im deutschsprachigen Raum war in den letzten 10, 15 Jahren. Und da wurde das auch geschafft, diese Diskussion um die Quote überhaupt nicht zu führen, aber er hat Projekte gehabt, wo nur 20 Besucher da waren, und manche Projekte wurden gestürmt. Und in dieser Mischung hat er sich freigespielt, sozusagen von dieser Quotendiskussion. Aber das Problem ist, wenn wir uns im Kunstbetrieb diesen ökonomischen Denken oder den Marktmechanismen komplett unterwerfen, dann wird wahnsinnig vieles sozusagen nivelliert, neutralisiert und nicht mehr ermöglicht. Wir sind in einem Effizienz- und in einem Verwertungsdenken drinnen, wo eigentlich Kunst nicht mehr entstehen kann. Und diese Orte sind, Boris Kreuz hat einmal genannt in seinem Buch Topologie der Kunst, glaube ich, heißt verlorene Orte, weil das sind einfach Orte, die sind entzaubert, entzählt, da wird zwar sozusagen Produktplacement, Eventkultur, Ereigniskultur, Reizgefühle und was auch immer produziert, aber sie haben keinen Tiefgang und keine Folgeentwicklungen. Und ich glaube, da brauchen wir brauchen eine, wie Stella richtig auch gesagt hat, was Graz ja offensichtlich hat, verschiedene Orte, aber auch viele Orte, die man in Ruhe lässt und wo man nicht eben nach solchen Kriterien den Erfolg misst. Das ist das Stichwort zum Forum Stadtpark. Es ist ja so, dass jetzt in dieser ganzen Diskussion, dass wir als wir, sage ich jetzt, die Gruppe der Politik, die sozusagen Vorgaben gibt an die Häuser, welche Quote zu erfüllen ist, einen sehr vorauseilenden Gehorsam erfüllen, nämlich in diese Richtung, dass wir ja das Gefühl haben, wir müssen jeden Euro, der in die Kultur geht, sehr gut rechtfertigen. Ja? Und nachdem wir auch merken, gerade das Kunsthaus war ja auch ein Gegenstand einer Ausspieldiskussion, kein Geld für Soziales, dafür so viel für Kultur. Und das ist ja die größte Angst der Politik, in dem Bereich sozusagen zu versagen. Und jetzt gleichzeitig gibt es dann eben diese Schielen auf diese Zahlen, auf Quoten, auf Quantität und auf das, was sichtbar als Kunst erlebt wird. Und ich kann mich erinnern, weil du das jetzt noch einmal angesprochen hast und ich habe mit dem Bürgermeister sehr heftig darüber diskutiert, wenn ich beim Forum vorbeigehe, dann sehe ich nichts. Ja? Wir wissen, wenn man genauer hinschaut, dass im Forum sehr viel unterschiedliche Spartenübergreifendes etc. stattfindet, aber eben nicht jetzt im
im Hinblick darauf, dass man sagt, da sind dann jedes Mal so und so viele Zuschauer, da ist so und so viel Konsum von Kultur möglich oder von Kunst möglich, sondern da entsteht auch ganz viel eben im Experiment in diesem Labor. Und das Forum hat sicher seine Aufs und Abs gehabt, das ist wieder in einer sehr spannenden Neuaufstellungsphase, aber die muss ja auch möglich sein, dass genau dieses Experiment sich wieder neu zu definieren, in einem neuen Kontext zu definieren, weil wir in einer neuen Zeit sind. Aber die Fragestellung, die dann der Bürgermeister, ja, was ist denn dort überhaupt, dass man eben nicht als Politik vorauseilend sozusagen nur unterstützt, auch politisch unterstützt, was man verstehen kann. Weil wenn man anfängt zu definieren, alles was Verständnis bei einer, wenn man jetzt unsere sehr niederniveauige Wahlkampfdiskussion anschaut, ja, auf welchem Niveau wir diskutieren, wenn ich das alles erfüllen will und sagen will, ich fördere nur die Kunst, die die Masse verstehen kann, dann sind wir genau dort, dass wir eben dann gleich Abstimmungen machen können, welche Ausstellung im Kunsthaus in Zukunft sein soll. Und das ist bitte sehr nicht die Möglichkeit. Also muss sich auch die Politik ein bisschen tapferer hinstellen. Gleichzeitig ist es natürlich so, wir setzen öffentliches Geld ein und wir müssen es rechtfertigen, aber wir sollten uns nicht beschränken auf die Quantität und auf die Form der Konsumierbarkeit und vor allem dann auch Verwertbarkeit im Sinne von der ganz klassischen Kommerzialisierung, sondern wir sollten eben sagen, was heißt die Verwertbarkeit für die gesellschaftliche Entwicklung der Stadt? Und die müssen wir argumentieren, wenn wir Geld einsetzen. Und da ist ein Forum und andere Orte, wo man nicht auf den ersten Blick sieht, dass da jetzt 1000 Leute das rezipieren oder konsumieren, ist da nicht die einzige Antwort. Frau Rollig. Ja, zu der Quotendebatte. Ich meine, da würde ich dir ein wenig widersprechen, Katrin, und weil ich da so eine Komplizenschaft von uns, und wir haben ja auch eine vergleichbare Laufbahn als Kuratorin, also eigentlich nicht so gerne annehmen würde. Also wenn Sie sagen, ja, da kriegen wir alle Nesseln, also ich kriege Nesseln bei der Quotendebatte, aber deswegen, weil sie eine unglaubliche Verrohung und Primitivisierung des Diskurses über unsere Arbeit widerspiegelt. Und da haben die Medien leider eine sehr unrühmliche Rolle dabei. Also es wird eigentlich überhaupt, es gibt keine Artikel, es gibt keinen Diskurs, es gibt keine Beiträge zu der Frage, welche Rolle spielen die Institutionen, was machen sie eigentlich, wie arbeiten sie, was zeigen sie, wie erfüllen sie eben den öffentlichen, gesellschaftlichen Auftrag, sondern ausschließlich die Zahlen. Und mittlerweile ist das schon so pervertiert, dass alle paar Monate kommt ein Anruf eben, und wie waren jetzt die Besucherzahlen des letzten Vierteljahres, die sozusagen oft überhaupt nichts aussagen, weil wir ja sehr bewusst auch über ein Jahr hinweg programmieren, und da muss man mal versuchen, wir geben keine Zahlen hinaus, also ich meine, dann hat man sowieso schon sozusagen die Feindschaft mit den Medien, und das werfe ich wirklich vor, dass man dann eine Art Geiselhaft genommen wird, einer ständigen Rechtfertigung, die sich nur mehr über Zahlen bemisst. Und ja, man muss es eh immer geschenkt, muss man immer dazu sagen. Natürlich, also eine Institution, in die gar niemand mehr hingeht, erfüllt wahrscheinlich ihren öffentlichen Auftrag nicht optimal. Aber dieses ständige irgendwie mit der Fieberkurve mit begleiten durch die Medien ist eigentlich wirklich sehr kontraproduktiv und manchmal unsinnig. Ich habe im Sommer eine Geschichte gemacht über Museen, die besteht praktisch nur aus Zahlen. Ich habe sie zufällig mit. Muss mal schauen, ob ich sie finde. Das Letzte war so natürlich, da sind nur, und ich sage Ihnen, da sind nur positive Zahlen drin, was vielleicht auch einmal nicht schlecht ist für Einrichtungen. Der Sukkus aus der Geschichte lautet, dass Museen attraktiver sind denn je. Man glaubt es nicht, aber es ist so, sowohl international, also von an der ersten Stelle international steht der Louvre mit fast 10 Millionen Besuchern jährlich. Aber auch österreichweit sozusagen ein eindeutiger Aufwärtstrend. Also können Sie Zahlen ja eigentlich nicht so erschrecken, auch im Lentos, ich glaube, es kommt eh auch vor, auch im Lentos nicht, das kann ja auch nicht schaden, sozusagen nicht als absolutes Messinstrument, aber sozusagen schon auch als Korrektiv vielleicht auch manchmal, was man denn da macht. Ja, aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, welche Zahl? Ich meine, das, was ich glaube, Stella, wenn ich dich da auch verstanden versucht habe, es weiter zu interpretieren, was bei uns ein Faktor ist, ist so, und es wurde ja vorher mit Quantität und Qualität ein bisschen einmal differenziert, ist, es gibt
eine Geschichte da zum Beispiel. Also der Mendes Bürger hat in der Kunsthalle Zürich eine Ausstellung mit der Bibi Lotteris gemacht. Und die hatte plötzlich für die Kunsthalle Zürich ungewöhnlich, die ist eine relativ kleine Institution, die hat normalerweise bei einer Ausstellung 2000 Besucher, 3000 Besucher. Bei der Bibi Lotte war plötzlich 30.000, 40.000 Besucher gewesen. Die Ausstellung der Kunsthalle war belagert, es waren die Surfboards draußen in größter Menge gewesen, alles rauf und runter. Der Mendes hat schon während der Ausstellung gesagt, die Leute kommen nie wieder. Die sind auch nie wieder gekommen, die sind auf ein Phänomen aufgesprungen, war gut und toll gewesen, aber das war es dann. Und ich glaube, das ist etwas, was man, wenn ich höre, Louvre 10 Millionen Besucher, natürlich. Ich meine, es gibt keinen Touristen, der nicht in Paris war und im Louvre gewesen ist. Ich habe bestimmte Dinge, das sind auch hauptstädtische Institutionen und regionalstädtische Institutionen, was sehr anderes. Aber ich muss sagen, diese Zählbesucher, mich interessieren sie überhaupt nicht. Und wenn ich vorher über die Vermittlung gesprochen habe, für uns ist das Spannende, ein Besucher, wenn er das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte Mal kommt. Und da denke ich, sollte unsere Arbeit so, wie schaut dieser Besucher aus? Und ganz klar braucht es eine Privatgalerie, die das spannendste Programm macht, die braucht keine Besucher, die macht das Programm und die macht die Öffentlichkeit anders. Eine kleine Initiative, ein Forum Stadtpark würde ich nie nach den Besuchern fragen. Ich möchte nur fragen, wie viele spannende Dinge passieren dort, die mich dann reizen und will ich es hingehen oder nicht hingehen. Aber das ist eine elitäre Institution und die soll elitär bleiben. Ich sehe es bei uns schon als eine Aufgabe, eine bestimmte Breite abzudecken und es wäre was falsch im Kunsthaus, wenn wir nicht ein bestimmtes Volumen an Besuchern hätten. Nur, was mich interessiert, eben wie gehen die Besucher dort durch? Nehmen sie unsere Vermittlungsprogramme in Anspruch? Wie oft kommen sie wieder? Und solche Dinge, wie sehr bilden sie eine Community? Und ich glaube, das sind die Fragen, die wir stellen sollen und die tun sich in diesen Zahlen dann nicht mehr so einfach abbilden. Darf ich nur was ergänzen? Weil ich glaube, das ist auch richtig, was Peter auch gesagt hat. Man sieht es zum Beispiel in Wien, man bringt sich, wie auch Stella sagt, in einer Geiselhaft, man hat zum 10. Mal Klimt in allen Variationen, Matisse, also es wird sozusagen Outlet auf Gucci, auf Qualität immer wieder aufgewärmt, um einfach diese Besucherzahlen zu halten und mit denen natürlich auch stärker dann noch öffentliche Gelder zu akquirieren, aber das führt nirgendwo hin. Also und ich finde insofern komplizenhaft schon, dass wir, unsere Generation, diese Entwicklung eigentlich nicht entsprechend diskutiert hat und öffentlich gemacht hat, wie es wir jetzt rückblickend machen hätten sollen. Also da sehe ich mich zumindest als jemand, der das verabsäumt hat, diese Entwicklung wirklich auch zu einer öffentlichen Diskussion zu machen, weil wir uns da wirklich in eine Sackgasse bewegt haben, institutionell, aus meiner Sicht. Ich wollte was dazu sagen, und zwar ist es, glaube ich, unbestritten, dass eine Stadt da nicht nur über die Kulturpolitik, sondern selbstverständlich auch über die Finanzpolitik einfach Mittel zur Verfügung stellen muss, um auch Dinge wachsen zu lassen. Das ist, glaube ich, unbestritten. Aber ich denke mir manchmal, was denken sich dann die Kulturschaffenden, und die gibt es auch, die dann Jahr für Jahr diese Mittel beanspruchen und es erfolgt aber kein Widerhall. Insofern finde ich, ist die Frage nach der Teilnahme schon auch eine wichtige Größe. Denn ich könnte mir das vorstellen, wenn mir das selber passieren würde, dann würde ich wahrscheinlich schon überlegen, habe ich jetzt ein Thema oder auch irgendeine Entwicklung, die irgendwie gesellschaftlich relevant ist, oder ist das dann extrem gesprochen nur mehr für mich und für ein paar andere? Ich glaube, diese Frage ist zu stellen. Und eine Frage, die Quote betrifft, die ungerecht ist, das weiß ich. Aber sie wird in Graz Tag für Tag gestellt und sie ist auch vor 2 Tagen wieder in der Zeitung gestanden. Das ist der Vergleich von Kultur und Sport. Wir stehen in Graz, weil wir natürlich insgesamt sehr viel für Kultur ausgeben, in der ständigen Diskussion, ihr tut es nichts für den Sport. Und ihr tut es viel zu wenig für den Sport und andere Städte tun viel mehr. Das ist keine kulturpolitische Frage, aber es ist für die Stadt insgesamt ist das natürlich ein Thema. Und da muss ich halt auch sagen, wenn ich kann das nur nochmal sagen, also diese Freiräume muss man gestalten, aber ich glaube schon, dass sich auch die Kunstschaffenden, die Kulturschaffenden sich die Frage gefallen lassen müssen, wenn sie mal wirklich über einen längeren Zeitraum einfach auch nicht mehr das Spannende dort stattfinden. Und wenn was Spannendes stattfindet, dann werden auch Leute kommen. Es müssen nicht immer volle Häuser sein. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist doch diese Frage, denke ich,
wenn man eben öffentliche Gelder und öffentliche Mittel verwaltet, ist eine Frage, die man stellen muss. Also insofern würde ich die Quote, stimmen da durchaus mit Ihnen überein. Aber vergessen sagen, Quote ist nur Ökonomie. Würde ich zweifeln. Frau Rücker, noch eine Wortmeldung? Eine ganz kurze, nur ein Satz. Das Experiment führt zu einem Risiko, ja? Und das Risiko kann sein, dass etwas herauskommt, wo plötzlich die Massen kommen. Wobei, das war voraussehbar, nehme ich an, dass die Massen kommen, wenn die Frau Ries darstellt. Aber, oder dass zum Beispiel eine Diskussion entfacht wird, auf die niemand eingestellt war, aber die uns dann wieder weiterbringt. Oder eben das Risiko, dass es in der Stadt landet und niemand es wahrnimmt. Oder weniger es wahrnehmen als gedacht. Aber ich glaube, genau diesen Spielraum, über das hinauszugehen, was erwartet wird, ja, das ist eigentlich das, was die Qualität von einer kulturellen Entwicklung, von Kunst als einem Mittel dazu, sozusagen über das hinauszugehen, was wir voneinander immer wieder erwarten. Das ist ein Risiko. Natürlich müssen wir trotzdem darüber nachdenken, aber das ist das, was mich zum Beispiel beschäftigt. Wie können wir die Euros, die wir da ins Rollen bringen, so sinnvoll wie möglich im Sinne dieser Produktivität für einzelne Künstlerinnen bzw. für Institutionen einsetzen, aber da muss eben viele Kriterien geben und es darf eben nicht nur die reduzierte auf die Quantität geben, das ist eigentlich. Aber eben, wenn eine Institution möglichst viel Risiko produziert, dass wir da in der Stadt sozusagen aufgeweckt werden, dann ist das auch eine Qualität zum Beispiel, die man auch unterstützen sollte. Wir haben es groß versprochen und nicht gehalten, nämlich das Publikum auch teilnehmen zu lassen. Wir reden und reden. Vielleicht gibt es doch jemanden, der mitreden möchte. Also bitte nicht feig sein. Wir lassen Fragen zu. Oder auch Antworten natürlich. Gibt es jemanden? Es geht immer darum, wie eben ein Museum oder wie man die Kunst von hier aus vermitteln könnte oder so. Aber eigentlich waren Museen mal da, um die Kunst einzusammeln und auszustellen. Ich meine, das hat sich geändert. Aber ich glaube, man müsste die Künstler und ihre Meinung und alles viel mehr einfach im öffentlichen Leben zulassen. Es müsste eine feinsinnige, intelligente Argumentation in einer Parlamentsdebatte zugelassen und respektiert sein. Und auch in allen anderen Bereichen wäre es vielleicht ganz interessant, Meinungen einzuholen, die nicht nur aus dem Baugewerbe, ich meine in Wien, glaube ich, war irgendwann einmal in den Wohnbauten, hatte man einfach Ateliers gebaut, das war selbstverständlich für die Künstler, die es gibt in der Bevölkerung, da hat gar niemand gefragt, das war einfach so. Und ja, ich meine, wir versuchen, also es scheint mir so, dass versucht wird jetzt alles zu tun, damit sich der Rest der Bevölkerung kultiviert, aber vielleicht müsste man das viel breiter anlegen und dann kommt das schon wieder dorthin, wo es kommen soll, also zurück zum Museum oder zu den Ausstellungsorten. Oder ich meine, das ist jetzt wirklich so ganz, ganz großzügig gesagt. Ich meine nicht, dass alle diese Diskussionen umsonst sind, das ist schon ganz wichtig. Aber ich denke mir, das kann gar nicht sein, dass diese Einrichtungen die ganze Verantwortung für unsere Kultur tragen. Aber vielleicht braucht die Kunst diese Orte nicht mehr. Vielleicht, das ist ja, momentan ist ja was im Gange, glaube ich, aber vielleicht wird sich die Kunst andere Orte finden und diese Orte, die wir haben, werden sich noch einmal ganz anders aufstellen und auch spannend aufstellen. Also ich glaube, es gibt momentan so eine Aufsplitterung. Also es gibt viele junge Künstler, die können sich mit Institutionen nicht mehr identifizieren. Das hat sich ja immer wieder gegeben, Institutional Kritik und so weiter. Aber es gibt viele, die da auch sagen, sie wollen sozusagen nicht in diesen Verwertungszyklus hineinkommen, nicht mehr mal mehr in YouTube oder in dem Internet aufscheinen, sondern ihre künstlerischen Obsessionen
anders sozusagen manifestieren. Und da wird es, glaube ich, wieder spannend. Aber das heißt aber nicht, dass die Orte, die geschaffen wurden, wie Kunsthaus Graz oder die großartigen Museen, die wir haben, dass die obsolet sind. Also da bin ich schon ein bisschen auch auf, also was Sie angesprochen haben, das finde ich interessant. Und da erwähne ich jetzt noch einmal Hebbel Theater Hauf mit Matthias Lilienthal. Der hat es irgendwie geschafft. Also da ging es wirklich um hochdiffizile Auseinandersetzung mit Künstlern, Theaterleuten und so weiter. Und gleichzeitig war es ein gesellschaftspolitischer Ort, ohne dass er sozusagen so eine Political Correctness durchgezogen hat und sozusagen da so einen ersatzpolitischen Raum aufgemacht hat, sondern da ging es um Emanzipationsfragen, die wir wieder ganz dringend brauchen. Da ging es um Selbstermächtigung des Bürgers, das natürlich in Deutschland viel stärker ausgeprägt ist wie bei uns in Österreich, weil bei uns ja die Demokratie relativ an der Oberfläche dahin wubert und nicht in die Tiefe geht. Das ist in Deutschland nochmal ganz eine andere Möglichkeit. Aber das sind Dinge, die wir in Österreich sehr gut angehen können. Aber ich denke, da ist nicht bei beider Stimmung eine ganz wichtige Botschaft. Ich meine, dass wir schon und sehr bewusst das Angehen der künstlerischen Stimme, der Künstlerpersönlichkeit von Künstlerinnen und Künstlern in der Gesellschaft mehr Raum einzuräumen und das also auch bewusst mittragen. Und da muss man schon sagen, es ein bisschen auch die Kirche im Dorf zu lassen mit den Ökonomisierungen und so weiter. Ich meine, es muss alles natürlich seine Basis haben und man muss auch quasi sagen können, warum man Kunst, warum der Staat Kunst fördert und warum das geschieht. Aber es können nicht nur die Zahlen sein, sondern es muss eben auch, denke ich, die Stimme, die Macht, die Autorität sein, die dahinter ist. Und wenn gerade Österreich mit einem Land, das einen Diskurs hatte, wie Thomas Bernhard zum Beispiel, und wo sich, ich meine, wir es alle beobachten, wie der zu einem breiten Phänomen geworden ist und wie kontroversiell das vor 30, 40 Jahren war. Ich meine, ein Land, das sehr wohl imstande ist, solche Diskussionen zu führen, ich denke, die sollten bewusster geführt werden, weil das Potenzial, dass man die Kunst und die künstlerische, also alles das, was wir tun, akzeptiert und bereitwillig mitträgt, ist schon da. Ich glaube, man muss da diese Auseinandersetzung in einem interessanten und positiven Weise und auch sehr kontroversiell noch einmal stärken. Es wird auch unserer gesamten Gesellschaft gut tun. Und ich glaube, da ist es schon ein Appell an die verschiedenen Kunstschaffenden, da halt den Kleingeist ein bisschen hinten zu lassen und da bewusster auch thematisch zu diskutieren. Aber auch dieses Management-Denken sozusagen zu dekonstruieren. Wir brauchen wieder so einen professionellen Dilettantismus, wie Schlingensief das immer ausgedrückt hat, um den Künstlern wieder einen Raum zu geben, sich zu äußern zu können und auch sozusagen neue geistige Räume, wie Ilse Eichinger so schön einmal beschrieben hat, auch aufzutun. Und wir haben, aber das ist nicht nur sozusagen ein Phänomen im Kunstbetrieb, da habe ich auch drunter gelitten, darum bin ich auch institutionell ausgestiegen, weil wir haben im Kunstsystem einen derartigen Überbau inzwischen und Anforderungen an Leiter der Häuser, wo diese Anforderungen derartig umfassend sind, dass man eben die Künstler und die Kunst kaum noch wahrnehmen kann, geschweige dann, denn sozusagen diese unglaublich schnellen Entwicklungen wirklich reflektieren kann. Man ist extrem gefordert und man verwaltet im Grunde genommen hauptsächlich nur noch und verkauft die Ideen, die man meint, ausstellen zu müssen. Aber wir müssen sozusagen auch diese Hyperprofessionalisierung im Kunstbetrieb dekonstruieren, damit eben solche Räume sich wieder auftun. Da haben wir eben nicht gerade gesprochen, wie angenehm es ist, jetzt im Zuge der Bestellung von Markus Hinterhäuser, dass da doch eine andere Sprache auch plötzlich in diese Interviews eingezogen ist. Und das zeigt dann schon, dass es auch sinnvoll ist, wenn ein Künstler eine solche Institution einmal leitet, der natürlich weiß, wie man es macht, aber wo halt auch ein bisschen ein anderer Geist weht. Wenn man schaut, jetzt nochmal, Entschuldigung, dass ich da nochmal einsteige, weil das ist sozusagen meine Obsession, aber wenn man schaut, wo leiten Kollegen mit künstlerischem Background, du bist ja auch einer, sozusagen einer der raren Kollegen im deutschsprachigen Raum. Das ist oft in Osteuropa, es gibt im Kosovo mit Ersin Kolleli, großartiger Künstler, aber auch ein großartiger Museumsmann, der das Museum in Pristina leitet und der komplett anders sozusagen an die Sachen herangeht, weil der sich gar nicht einlässt auf diesen, der leidet zwar schon inzwischen auch drüber, weil die Politik auch vieles einfordert, weil eben diese unglaubliche Absicherung, Bedenkenkultur da ist, dass da ja keine Gelder veruntreut und so weiter werden. Aber er kämpft sozusagen mit diesen jungen Politikern, die in Kosovo momentan versuchen, das Land aufzubauen,
eine andere Institution zu ermöglichen. Das sind so Lichtblicke und ich glaube, wir brauchen einfach, entweder brauchen wir Implosion in Westeuropa oder im Westen, um sozusagen diesen wahnsinnigen Wulst, den wir uns dazugelegt haben, wieder zu dekonstruieren. Es wird schwierig sein, weil es sind irrsinnig viele neue Berufe entstanden, von Kulturmanager über Kulturvermittler. Ich will die jetzt gar nicht schlecht machen, aber es gibt das ist eine riesige, wie Sie richtig gesagt haben, eine riesige Industrie geworden mit vielen Bedürfnissen, Projektionen und so weiter. Drum habe ich momentan den Eindruck, aber das ist ein bisschen verkürzt gesagt, dass für junge Künstler die Institutionen nicht mehr der Ort sind, weil sie sich da irgendwie nicht mehr finden. Ich darf nur einen Ausschweifer machen. Es gibt sogar Bürgermeister, die Künstler sind aus der künstlerischen Profession. Ich sage jetzt ganz bewusst, wir haben ja in diesem Wahlkampf immer das Wort Wirtschaftskompetenz als eines der wichtigsten Kriterien, um eine Politikerin zu sein und ein Politiker zu sein. Und ich will das auch hinterfragen. Ich finde Wirtschaftskompetenz wichtig. Ja? Aber die Frage ist, ob nicht andere Kompetenzen da auch stärker gefragt werden können. Gibt es auch wieder ein Beispiel, Edi Rama in Tirana, der ja lange Bürgermeister war und jetzt Präsident von Albanien ist und da versucht natürlich, der ist natürlich auch schon abgeschliffen sozusagen, aber er versucht ein anderes Denken einzubringen. Das war jetzt bei einer Ausstellung im Stadtmuseum vor 30 Jahren zu sehen. Da gibt es noch eine Wortmeldung, bevor wir wieder das Wort an uns reißen. Ein bisschen unterbrechen das Ganze, ja. Und zwar hat heute Herr Intendant Backes schon gesagt, dass hier in diesem Kunsthaus sehr viel getan worden ist mit der Kunstvermittlung. Und ich weiß selber, weil ich auch mitgearbeitet habe, das war ein hartes Stück Arbeit und das ist auch gelungen. Aber ich war zeitlebens im pädagogischen Bereich in verschiedenen Ebenen tätig und habe mir jetzt wieder zu Gemüte geführt, das Bürgerforum in Triest und dann hier in Graz war noch eine Europa-Runde mit Leichtfried, mit Karas, einem freiheitlichen Vertreter, der aber auch ein Vertreter war, weiß ich den Namen nicht, und das andere habe ich jetzt vergessen. Aber was mich interessiert hat an dieser ganzen Situation war das, wir arbeiten, ich war ja in den Schulen tätig und habe sehr viel mitgearbeitet an Konzepten und in diesen Konzepten hat man gut gearbeitet, die sind aber dann immer irgendwie ad acta gelegt worden. Und das ändert sich ständig. Also das hat sich die Jahre hindurch immer ständig geändert. Und jetzt in diesem Europa, wo wieder neue Fragen aufgelistet werden, habe ich mir die Frage jetzt erlaubt, wie ist denn das eigentlich mit der Kultur und Bildung? Welchen Stellenwert hat die im europäischen Kontext, im Parlament? Und die Antwort ist die, keine. Es ist nämlich dieser Unterrichtsbereich, alles was mit Kultur zusammenhängt, nationale Sache. Und in dem Moment, wo das nationale Sache ist, dann wird durch diesen Wechsel, den politischen, auch der Wechsel der Inhalte immer weggerückt. So kann ich ja zu keinem pädagogischen Ziel kommen. Wir haben so und so viele Leute, die gut arbeiten wollen, würden, aber oft da nicht können. Und ich bin ein Verfechter dessen, es muss das Publikum für Kultur herangezogen werden und auch begeistert werden. Es muss brennen dafür, das war einmal. Aber nachdem die wirtschaftliche Frage dermaßen in den Vordergrund gerückt ist, ist das sehr schwierig. Und da ist das Problem. Und dann darf man nicht vergessen, Linz zum Beispiel hat eine Ausbildung für Lehrer. Das ist ein ganz großer Vorteil, was für Graz nämlich auch nicht so schlecht gewesen wäre, wenn wir an unsere Kunstuniversität auch eine Anbindung hätten für die Ausbildung in dem bildnerischen und in dem Kunstbereich. Und das macht nämlich auch sehr viel aus. Und wir brauchen das Publikum und das Publikum kann nur mit der Jugend herangezogen werden. Das etablierte Publikum, das hat ja schon eine Meinung, das fächert sich dann ab, aber Jugend muss herangezogen werden. Der Herr Strobel will darauf direkt antworten, oder? Ne? Ja. Vielleicht können wir kurz, mag jemand vom Podium darauf antworten? Oder lassen wir es einfach als Anregung stehen, mit der sich jeder identifizieren kann? Bitte, Herr Strobel. Ein paar Ergänzungen, wenn ich zu lang wäre, stoppen Sie mich bitte, Herr Tschieder.
Zuerst zu Ihrer Ausführung, wieso spielt das im Wahlkampf überhaupt keine Rolle? Eine ganz einfache, banale Antwort, es ist ein Minderheitenprogramm und die Kultur und Kunst und Politiker wissen das ganz genau. Politiker wissen, ich weiß, wovon ich spreche, orientieren sich sehr stark und immer mehr leider, sage ich dazu, am Machterhalt. Das heißt, sie tun alles, um ihre Macht zu erhalten und weniger, was ihre Grundidee, was ihre Haltung ist, daran orientieren sie sich immer weniger. Und an der nächsten Wahl, also sehr kurzfristig, es wird immer kurzfristiger, das Politikerdenken. Das heißt, sie orientieren sich an Umfragen. Und wenn Sie sich die Skala anschauen, was ist denn den Wählern wichtig in Österreich, dann sehen Sie Arbeitsplätze, Sicherheit, eventuell noch Umweltschutz und so weiter, Kultur ganz hinten. Das heißt, Sie können aber bitte sehr die in den Programmen der Parteien in allen Aussagen zur Kultur lesen. Ist nicht wahr? BZÖ 0 Seiten, so. Stronach 0 Seiten, also ich nur, Grüne 4 Seiten. Können Sie morgen in der kleinen Zeitung lesen? Ja, ich habe nur im ORF, die machen so Zusammenstellungen, ja. Am Montag vor der. Genau, ja. Da haben sie Zusammenstellungen gemacht, da war das BZÖ auch dabei, nicht mit einer Seite, mit ein paar wenigen Aussagen. 0 Seiten, aber der Herr Betzen hat gesagt, es ist ihm wichtig, aber das kann ich nachlesen. Okay. Gut. Herr Strobel, Sie wissen, was ich meine. Ja. Zum Zweiten wollte ich sagen, zur Quotenfrage. Und das hängt ein bisschen damit mit dem Minderheitenprogramm zusammen. Ich wäre nicht müde, wie eine Gebetsmühle, den Wolfgang Lorenz zu zitieren. Ich sage es Ihnen ganz kurz, was da war. Als das Budget für das Kulturhauptstadtjahr feststand, kommt er mit der Aussage, ein Drittel davon ins Marketing. Ich habe sofort gesagt, Sie sind wahnsinnig, da mache ich nicht mit. Ich saß im Aufsichtsrat. Jetzt haben wir endlich einen riesen Batzen Geld, um das in die Kreativität der Szene zu investieren. Und Sie wollen das auf die Plakatwände picken, das kommt nicht in Frage. Der hat ganz cool gesagt, wenn Sie in der Mediengesellschaft super Ereignisse, kulturelle Ereignisse platzieren und keiner weiß davon, haben Sie nichts davon. Er hat recht gehabt. Ein guter Teil des Erfolges von Kulturhauptstadt Europas war, dass übrigens auch sehr kreative Marketing. Also es war nicht nur das Banale auf die Plakatwände picken oder wie vergleichsweise mit dem Wahlkampf. Und das ist wichtig. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, was zum Beispiel das Kunsthaus an Marketingmitteln zur Verfügung hat, dann werden Sie wissen, warum dort es nicht so einfach ist, ein größeres Publikum hierher zu holen. Ich bin ein großer Anhänger dessen, was gesagt wurde, auch von Peter Bakesch in die nächste Generation hinein. Es ist heute viel, viel wichtiger, die Schulen hereinzukriegen, als jetzt ähnlich wie andere Institutionen die große Breite und die Quote dann zu erfüllen. Ein letztes, das wird womöglich ein bisschen ausführlich, die Szene der bildenden Kunst in Graz wurde auch schon erwähnt, gegenüber Kunsthaus. Ich behaupte, das ist meine Erfahrung, meine persönliche, dass die bildende Kunst in Graz, die Szene, sich benachteiligt fühlt. Anders als andere Szenen. Das hat mit mehreren Ursachen zu tun. Zum einen die Geschichte, die Entwicklungsgeschichte des Kunsthauses. Zur Zeit des Baus der Oper, ein sehr großer Bau für eine Stadt wie Graz, war auch geplant, vor über 100 Jahren, ein großes Haus für die Kunst hinzustellen, kam nicht mehr dazu. Erster Weltkrieg, Zwischenkriegszeit, Zweiter Weltkrieg, es ging einfach auch finanziell nicht, wirtschaftlich nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ein Kunsthaus, das ist das Künstlerhaus. Wunderschönes, aber sehr kleines Ausstellungshaus. Und dann tauchte der Günter Walder, das ist eh bekannt, die Geschichte, vielleicht nicht mit Migrationshintergrund, Gästen, der Günter Waldorf kommt und sagt, wir brauchen für die bildende Kunst der Region, die natürlich seit Hans Koren weiter gefasst war, nämlich Trigon, wir brauchen ein eigenes Haus, ein großes Haus für die bildende Kunst, das sogenannte Trigonhaus. Das war die Grundidee und die ganze Szene hat sich gefreut, jetzt kommen wir dran. Und zum Schluss haben wir, ich lasse das jetzt alles weg, wie es dazu gekommen ist, das Kunsthaus, das hat einen anderen Auftrag, wurde schon gesagt. Es hat einen anderen Auftrag, aus verschiedensten Gründen, es würde zu weit führen, das jetzt auszuführen, aber es ist so. Dann, wenn wir
das wieder zu einem Trigonhaus machen wollen, zur ursprünglichen Idee von Günter Waldorf, dann müssen wir den Peter Bakisch entlassen, einen anderen Auftrag formulieren und jemand ganz anderen da hier engagieren. Kann man diskutieren darüber. Ganz nebenbei, bitte um Entschuldigung, ohne dich gäbe es das Kunsthaus nicht. Das nur ganz nebenbei. Eine kleine Korrektur darf ich aber anmerken in Sachen Forum Stadtpark. Das Forum Stadtpark hat seit 90 Jahren, also einen Vertrag über 90 Jahre mit der Stadt Graz, dass sie sich dort selbst bestimmen dürfen, ohne kommerzielle Anwandlungen. Das heißt, die Stadt Graz wird nie mit dem Forum Stadtpark bestimmend diskutieren können, was dort zu geschehen hat. Die dürfen das selber bestimmen. Das ist ein großer Unterschied zu den anderen Institutionen, zu den großen Institutionen. Das werden die immer sagen, das ist die große Stärke vom Forum Stadtpark. Das ist dann auch die Schwäche, wenn es nicht gut sind, weil man dort nicht ähnlich quakeln kann. Man kann ihnen einen Kommentar abgeben, aber sie dürfen machen, was sie wollen. Das ist die Grundidee des Forum Stadtpark gewesen. Entschuldigung, ich war mit der bildenden Kunst und der Szene noch nicht ganz fertig. Das nächste ist, die Stadt Graz, fragen Sie die Galeristen, da hinten sitzt einer, das Grazer Bildungsbürgertum sammelt nicht. Meine Erfahrung, meine ganz persönliche, ändert sich jetzt vielleicht in der nächsten Zeit, ich weiß es nicht, war, die Kärntner sammeln. Die Ärzte, die Rechtsanwälte, die Architekten und so weiter, die sammeln. Die Grazer gehen zum Steirischen Herbst, ins Künstlerhaus und so weiter, applaudieren, super, alles klar, ins Kunsthaus, aber sie sammeln nicht. Sehr grob gesprochen. Aber vergleichsweise, schwerpunktmäßig ist es so. Die Galeristen können euch das bestätigen. Ein ganz schlechtes Sammlerverhalten in Graz. Das heißt, den Grazer Künstlern geht es diesbezüglich auch schlecht. Und der nächste Punkt ist auch bereits erwähnt worden. Es gab drei große Anläufe, auch von der Politik in Graz, die eine bildende Kunstausbildung auf höherem, Anführungszeichen vorn hinten, höherem Niveau, sprich Universitätsniveau, zu etablieren. Es sind alle drei gescheitert. Daher sagt man in der Szene, wenn du was werden willst, als bildender Künstler, musst du weggehen aus Graz, dann kannst du was werden. Oder aus Österreich flüchten und woanders Asyl ansuchen, siehe Günter Bruss. Dann, wenn du zurückkommst, bist du wer. Aber in Graz selber geht das nicht. Das heißt, die bildende Kunst fühlt sich, und zum Teil stimmt das auch, ganz sehr benachteiligt. Und deswegen haben wir die Diskussion, die ich für sehr ungut halte und die ganz schlecht ist, auch in Sachen Kunsthaus, dass die Szene bildender Kunst sagt, das Kunsthaus, das ist nichts. Ist ja nicht, wir dürfen ja dort gar nicht ausstellen. Das beginnt bei den beiden Günther. Der Günther Bruss und der Günther Waldorf haben völlig unabhängig voneinander gesagt, in diesem Haus will ich nie ausstellen. Ich könnte begründen, warum. Ich bin schon fertig. Herr Strobel, darf ich? Wir sind lange über die Zeit. Diskutieren wir bei einem Bier oder sonst was weiter. Bevor er entlassen wird vom Herrn Strobel oder von sonst jemandem, Herr Bakisch, ein kurzes Schlusswort. Ein Schlusswort. Ja, ich denke, es war, ist auch mit dem Statement vom Helmut, aufschlussreich, dass sehr viel jetzt auf den Punkt gebracht worden ist, dass sehr viel natürlich in wohlbekannten Spannungsfeldern drinnen liegt, aber es ist für uns und auch für die nächste Zeit eine gute Erinnerung und auf was wir achten sollen, weiterzumachen. Ich bin froh, dass bestimmte programmatische Dinge unbestritten sind und es ist natürlich wirklich die Herausforderung, die mehr noch von der Begründung zu liefern, wie eine Institution in der Gesellschaft funktioniert, aber halt in einem Sinn, dass man es wirklich differenziert macht und halt wirklich versucht, möglichst unterschiedliche Aspekte abzudecken, ohne dass man dann halt allen Ansprüchen in einer zu gefälligen Form gerecht wird. Und ich glaube, das wird natürlich die Schwierigkeit jeglicher Institution in Zukunft sein. Und auf der einen Seite kreatives Potenzial zu behalten und auf der anderen Seite aber auch bei einer Institution von dieser Größe einen Platz in der gesellschaftlichen Mitte zu haben. Weil
das ist schon etwas, was wir mit dem Kunsthaus, wie aber auch anderen Teilen des Johanneums halt immer konfrontiert sind, dass wir halt da durchaus quasi viele auf uns drauf schauen und wir müssen die vielen, die auf uns drauf schauen und die auch regelmäßig bei uns haben. Herzlichen Dank an alle jetzt pauschal auf dem Podium. Herzlichen Dank für die offenen Ohren. 2 Stunden lange offene Ohren. Haben Sie einen schönen Abend. Danke vielmals.